Yeah. Ich begrüße euch sehr herzlich zum 225. Vortrag. Wir haben ein ganz starkes Programm vor uns. Wir haben einiges aufzuarbeiten vom Letzten, was sehr schwierig war. Ich habe das eh geahnt und es war die Zeit nicht, dann, sonst hätten wir noch eine Stunde anhängen müssen mindestens, um das, die Details zu klären, da werden wir also heute fortsetzen. Aber zuerst einmal begrüße ich euch mit dem 18. Wochenspruch. Der ist eine perfekte Fortsetzung von dem von der letzten Woche, vom 17. Da ging es um das Weltenwort, das wir durch die Sinnestore auch aufnehmen, also von draußen aufnehmen und damit unsere Geistestiefen erfüllen. Und jetzt kommt die andere Perspektive dazu im 18. Wochenspruch, nämlich die Frage, kann ich die Seele weiten, dass sie sich selbst verbindet, empfangenem Welten keimes Worte. Ich ahne, dass ich Kraft muss finden, die Seele würdig zu gestalten, zum Geisteskleide sich zu bilden." Also, wir haben sehr viel empfangen von draußen, empfangen immer noch natürlich, aber wir müssen einen Impuls entgegenbringen. Also die Frage, wie können wir uns aus eigenem Antrieb verbinden? mit diesen Kräften. Also es ist nicht so, so, dass es einfach halt ja sowieso durch die Sinne auf uns eindringt und wird schon was passieren. Natürlich passiert auch etwas in den unterbewussten Tiefen, passiert auch was, aber um es wirklich bewusst zu ergreifen und erst dann kann ich wirklich aus Freiheit damit umgehen, mit diesen Kräften, muss ich halt meine eigene Seelenkraft auch in Tätigkeit setzen und das entgegennehmen, das aufnehmen aktiv mit mir verbinden. Also nicht Worten auf dem Nürnberger Trichter sozusagen, dass, dass man das eingeflößt wird von draußen, sondern es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie weit es von mir ergriffen wird. und Mal durch unser Denken ergriffen wird, von mir aus durch unser verstandesmäßiges Denken ergriffen wird, das ist ja immer sehr wichtig, dass Klarheit drinnen herrscht, dass, dass nicht nur Euphorie vielleicht drinnen ist, ach wie schön ist das, aber eigentlich ist alles völlig unklar, ist ja egal, es ist ein schöner Nebel, passt schon, es ist ein heller Nebel, das reicht schon. Nein, das reicht nicht, dass es. Geisteswissenschaft wird, was wir eigentlich anstreben und es reicht vor allem nicht, um dann im Leben wirklich praktisch was damit anzufangen, weil da muss ich Klarheit haben. Da nützt mir der Nebel als solches nichts, erhebt vielleicht die Stimmung, die eigene ein bisschen, aber, aber sie hilft mir noch nicht jetzt aus eigenem Antrieb, aus eigenem individuellen Impuls heraus, das zu ergreifen und damit etwas zu machen. In meinem Leben mit anderen gemeinsam etwas zu machen, also aus dem heraus tätig zu werden. Und äh, die, die Frage, die wir im letzten an, angeschnitten haben, da mit den 24 Ältesten und, und den ganzen Komplikationen, die sich daraus ergeben haben, gehören aber als Hintergrund zu dem Ganzen mit dazu, weil äh, es jetzt an der Zeit ist, die Perspektive sehr zu weiten, was alles im Hintergrund da eine Rolle spielt. Und, und das werden wir uns halt versuchen sehr genau anzusehen. Ich werde sicher auch nicht heute das alles erschöpfend behandeln können, weil man es erschöpfend wahrscheinlich überhaupt gar nicht behandeln kann. Es steckt also unheimlich viel drinnen. Es ist... Steiner hat viel darüber gesprochen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, also mir ist es so gegangen, desto mehr Fragen tauchen auf dazwischen, wo es aber keine fertigen Antworten gibt, die ich jetzt in der Gesamtausgabe finde, sondern wo einfach Fragen auftauchen. Und zwar gewichtige Fragen, gerade für unsere Zeit heute. Und wir werden heute halt versuchen. Uns da auf Spurensuche zu begeben, weil es äh, auch ganz wichtig ist, um zu verstehen, ja, was ist denn mit dem neuen Jerusalem gemeint, wie ist der Übergang zu diesem neuen Jerusalem, wie hängt das zusammen mit dem, was Rudolf Steiner beschreibt als den neuen Jupiter. Ich habe es ja oft so besprochen, dass es. Zwei Begriffe, zwei Bezeichnungen für mehr oder weniger dasselbe sind. Ich habe das letzte Mal aber gesagt, wenn ich die Frage, ist es wirklich dasselbe, dann antworte ich mit einem ganz entschiedenen Jein darauf. Ja und Nein zugleich. Weil es sind eben viele dieser Schilderungen in der Apokalypse, hängen schon mit Prozessen zusammen, die von jetzt ab in die Zukunft hinein während unserer Erdentwicklung sich abspielen werden, weil diese zweite Hälfte der Erdentwicklung schon sehr stark damit beschäftigt ist, diesen künftigen kosmischen Zustand, den Rudolf Steiner eben nennt den, den neuen, neuen Jupiter. Vorzubereiten. Das passiert ja nicht einfach so aus, aus dem Nichts heraus. Jetzt wird einfach halt eine, eine neue kosmische Entwicklungsstufe hingestellt, sondern die muss vorbereitet werden. Und über immens lange Zeiträume, wenn man es jetzt in äußerlicher Zeit messen wollte, nur das Messen in äußeren Zeiträumen funktioniert nur für einen sehr kleinen Bereich in Wahrheit. Alles, was darüber hinaus ist, davor und danach, ist eigentlich sinnlos mit unserem Zeitbegriff zu, zu arbeiten, vor allem mit unserem äh, sehr, sehr stark getakteten Zeitbegriff, wo wir in Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, ja Millionen von mir aus reden, aber es ist immer alles ja gebunden an den Sonnenlauf unserer Erde, so wie es jetzt ist. Und in, in Wahrheit ist die Zeit aber etwas unheimlich Lebendiges, unheimlich Bewegliches. Wir merken es halt nur in unserem Leben nicht so stark. Ja, schon im Inneren erleben es schon. Also, jeder wird erlebt haben, es gibt Stunden, die vergehen und vergehen nicht. Man denkt, sie ist noch immer nicht aus, noch immer nicht fertig. Oder andere, die Zeit verfliegt. Also, es hängt auch sehr davon ab, wie man seelisch beteiligt ist, an dem, mit welcher Seelenstimmung man hineingeht. Also, das Sogenannte subjektive Zeiterleben ist sowieso sehr, sehr lebendig, sehr unterschiedlich, aber es ist eben in Wahrheit im Großen auch so. Und, und es ist nicht möglich im Großen, also so starre Zeitmaßstäbe anzuwenden, die nur für eine sehr kleine Periode gültig sind. Und darum geht es jetzt. An diesem, gerade in diesem 19. Kapitel, wo wir stehen, wo jetzt wieder die 24 Ältesten angesprochen werden, und diese 24 Ältesten, das sind ja, man könnte sagen, die Vorgänger des Menschen. Also geistige Wesen, die eng mit unserer Menschheitsentwicklung verbunden sind von Anfang an, aber teilweise höheren Hierarchien angehören, also eben insbesondere den Ur Bereich der Urengel, Bereich der Erzengel und Bereich der Engel. Das sind die höheren Wesenheiten, die am engsten mit unserer Entwicklung verbunden sind. Also zum Beispiel die Urengel begleiten uns bereits seit dem alten Saturnzustand, weil da sind sie zu eigenständigen geistigen Wesenheiten aufgestiegen. Und sie hatten eine ganz enge Beziehung zu dem, was damals vom Menschen bereits vorhanden war, nämlich, wenn ihr euch erinnert, der physische Leib in Wahrheit, sonst nichts. Und der physische Leib nur in Form eines Wärmegebildes: nur Wärme, nichts, nicht einmal Luft, also nichts gasförmiges, nichts flüssiges, nichts Festes, nur Wärme. Also. So wie wenn wir uns, uns als Menschen heute als vergleichsweise Bild hernehmen würden, alles wegstreichen, das ganze Fleisch, die Knochen, das, das Wässrige in uns, alles wegnehmen, äh, auch, auch die Blutflüssigkeit wegnehmen, nur die Blutwärme, die in uns ist, übrig lassen würden. Dann hätten wir einen organisierten Wärmeorganismus im Grunde. Weil, weil die Wärmegrade sind nicht überall gleich. Sie sind, unterscheiden sich nicht jetzt radikal. Es sind feine Unterschiede, aber sie sind da und das ändert sich auch ununterbrochen. Also ein beweglich veränderlicher Wärmekörper im Grunde. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, dann ist das ein bisschen ein Bild für das, wie es damals am alten Saturn war. Ein Wärmegebilde, ein in sich in gewisser Weise geschlossenes Wärmegebilde, schon natürlich im Austausch mit der Umgebung, aber trotzdem die Eigenwärme haltend. So wie wir sie auch halten. Also unsere Bluttemperatur steigt nicht, wenn es draußen die Temperatur steigt, sondern sie bleibt relativ immer. Im selben Bereich, so um die 37 Grad herum. Wenn man Fieber haben kann, kann es bis an die 40 oder sogar darüber im Extremfall hinausgehen und man kann Untertemperatur kriegen, also viel weniger als 35 ist schon selten, da wird schon kritisch, also Untertemperatur ist noch kritischer eigentlich in, in gewisser Weise. Hohes Fieber ist eigentlich nur dann wirklich kritisch, wenn irgendwelche zusätzlichen Erkrankungen da sind, also namentlich Herzprobleme und solche Sachen, dann kann das hohe Fieber gefährlich werden. Aber unter Umständen ist sonst bei einem sonst gesunden Organismus ein Fieber von 41 Grad ideal, um um eben irgendwelche Infektionen oder sowas zu überwinden, weil einfach der Körper dann auf Hochtouren arbeitet und, und die Abwehrkräfte in Bewegung gesetzt werden. Also das, das ist, ist sehr wichtig. Und, und diese Grunddynamik, aber die im Wärmesystem drinnen ist, die ist schon auf dem alten Saturn entstanden. Und damals haben die heutigen Urengel, die archei, ihre der Anführungszeichen Menschheitsstufe durchgemacht, das heißt, sie sind eigenständige geistige Wesenheiten geworden. Also sie haben ein eigenständiges Ich bekommen, das allerdings nicht die Freiheit hat wie unser menschliches Ich. Also es ist trotzdem noch ein Unterschied, weil es wäre auch ein Fehler zu glauben, dass, dass in der Entwicklung sich irgendwas immer wieder auf gleiche Weise wiederholt. Also immer wieder steigen Menschen heute halt auf zu, oder Wesen auf zu, zu Ich-Wesen, also Ich-Wesen zu sein. Vorher waren es nur Elementarwesen, also das heißt, da wurden sie dirigiert von was Höherem, das drüber steht. Und dann werden es heute halt Ich-Wesen, und so geht es immer, immer weiter. Nächste kosmische Verkörperung kommen halt wieder neue Ich-Wesen dazu, und, und die steigen auch wieder auf, also dann theoretisch geht es dann immer Menschenstufe, Engelstufe und was weiß, weiß Gott so hinauf und das würde sich immer wiederholen. Nein, es wiederholt sich eigentlich nur teilweise etwas, äh, nämlich in dem erstens einmal gewisse künftige Stufen vorbereitet werden müssen. Also jetzt zum Beispiel während der Erdentwicklung, die zweite Hälfte der Erdentwicklung dient im Wesentlichen dazu, den künftigen kosmischen Zustand vorzubereiten. Und daher werden gewisse Dinge, die sich von jetzt ab bis in, zum Ende der Erdentwicklung abspielen, in gewisser Weise dann aber in ganz großem Stil und vielfach verändertem Stil aber doch auch wiederholen am Beginn in der ersten Hälfte dieses neuen Jupiters, der entstehen wird, aber eben in einer viel größeren Dimension. Jetzt wird das erst zart vorbereitet. Also die, die Entwicklung, die kosmische Entwicklung, ist wesentlich komplizierter als zum Beispiel, wenn wir versuchen heute auf naturwissenschaftlichen Weg die Entstehung des Kosmos und der ganzen Planetensysteme und so zu erklären. Wir werden dann gleich sehen, dass das so ein winziger Teil davon ist, weil die Naturwissenschaft kann nur erfassen das, was physisch stofflich geworden ist. Und das ist, ist ein winziger Teil von dem, was aber notwendig dazu ist, dass dieser physisch sogar stoffliche Teil erscheinen kann. Dazu sind immense Entwicklungsschritte vorher notwendig und dann nachher, um, um das wieder äh, zu einer neuen Frucht zu gestalten, der, 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 beziehungsweise zu einem neuen Samen werden zu lassen, aus dem die nächste kosmische Entwicklungsstufe herauskommt. Also, das ist extrem kompliziert und daher. Wer ich sicher auch Schwierigkeiten haben, das in einfache Worte zu fassen. Ich werde es aber versuchen. Das heißt, ich werde die ganze Geschichte auch nicht auf einmal erzählen, sondern ich werde nur einzelne Abschnitte einmal erläutern. Es ist jedenfalls das letzte Mal immer große Verwirrung entstanden, glaube ich, weil ich es selber so empfunden habe. Aber es war ihm nicht mehr die Zeit, das aufzuarbeiten. Wie hängt das mit diesen 24 Ältesten zusammen? Die 24 Ältesten sind also geistige Wesenheiten, Ich-Wesenheiten, die uns vorangegangen sind und die eng verbunden sind mit der Menschwerdung. Also auch unserer Menschwerdung hier auf Erden. Also, gehen wir zurück zum, zum alten Saturn. Wir, wir haben also das, den alten Saturn, diese reine Wärmewelt, das ist die erste kosmische Entwicklungsstufe, auf die wir zurückblicken können. Diese kosmische Entwicklungsstufe ist verbunden, äh, ja, soweit es uns Menschen betrifft. Und vom Menschen, was ist damals dort? Der physische Leib in Form eines Wärmekörpers. Aber. Der hat schon etwas Menschliches sozusagen. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage. Aber es ist nicht drinnen Leben, es lebt noch nicht eigenständig, es fühlt noch nicht eigenständig und es hat schon gar kein eigenständiges Geistiges, also kein Ich. Aber trotzdem, der physische Leib ist in seiner Grundbestimmung bereits auf diesem alten Saturn vorhanden. Und wenn man gleich den Bogen nehmen zum Ende der Vulkanzustand der letzte Zustand dort wird dieser physische Leib ausgereift sein so dass er unser ganz eigenes individuelles Werk ist dort wird entstehen das was wir nennen den Geist des Menschen das ist also ein völlig vergeistigter physischer Leib das heißt es ist ist das den, der besteht sozusagen aus den Schöpferkräften, die ein physisches schaffen können. Und die sind ganz individualisiert und die sind in unserer Hand. Das heißt, wir sind dann bis ins Physische hinein Geschöpf unserer Selbst. Damit haben wir schon was Wesentliches. Es fängt an, damit das höchste geistige Kräfte wirken, um das vorzubereiten, schon am alten Saturn, was am Ende absolut unser eigenes Werk sein wird. Also, wir, wir gehen als Mensch den Weg vom, ja, simpelsten Geschöpf, als Wärmeleib sind wir damals auf dem alten Saturn nur ein sehr einfaches Geschöpf, weil wir können noch kein Leben in uns haben, kein eigenständiges, obwohl Lebenskräfte wirken, aber die wirken von außen hinein, auch alles Seelische wirkt nur von außen hinein. Nämlich gerade die Urengel, die Archai, die Archai heißt Engel des Anfangs eigentlich, also des Urbeginns, ja, die erleben sich an diesem physischen Wärmekörper des Menschen. Sie sind nicht drinnen verkörpert, sie leben nicht darinnen, sie spiegeln sich aber darin in einer gewissen Weise. Das heißt, wenn sie irgendeine Seelenerregung machen, bewirkt das etwas in diesem physischen Wärmeleib des Menschen. Und das nehmen sie wahr als ihre Tat, als ihre Wirkung und dadurch erleben sie sich. Sie haben nicht das, was wir kennen als unser eigenes Innerleben Wir haben schon öfters darüber gesprochen, aber man kann es nicht oft genug wiederholen, die Engelwesenheiten, also insbesondere eben die Urengel, die Erzengel und die Niederen, die gewöhnlichen Engel, wenn man es so nennen will, die auch noch ganz schön mächtig sind und groß sind, die haben alle nicht die Möglichkeit, sich jetzt in sich selbst zurückzuziehen und einmal sozusagen die Betrachtung anzustellen, ja, wer bin ich denn jetzt? Jetzt lasst mich mal außen in Ruhe, ich beschäftige mich jetzt mit mir selber. Wenn Sie das machen, sich in Ihr Inneres zurückziehen, das Sie sehr wohl haben, aber dann sind Sie nicht bei sich, sondern ist Geisterfüllung von oben. Das heißt, dann spricht die ganze geistige Welt durch Sie. Und Sie stehen dem nicht als Ich bewusst gegenüber in dem Moment, sondern da kommen die ganzen Impulse herein, die Sie dann in der Folge in Taten umsetzen. Und an den Taten und wie gut, oder wie weniger gut sie gelingen, weil sie sind durchaus nicht unfehlbar, sondern sie nehmen die Impulse auf zu 100 Prozent, aber umsetzen uns es vielleicht nur zu 10 Prozent. Und manche vielleicht zu 70 Prozent, wie auch immer, ist es ist sehr unterschiedlich. Und, aber erst in dem Umsetzen, in dem auch ja, scheitern vielleicht bis zu einem gewissen Grad daran, nicht alles umzusetzen, was sie da spüren jetzt, was, was als Impuls hereingekommen ist in sie. Dadurch unterscheiden sie sich, dadurch können sie ihren, wie soll ich sagen, Vollkommenheitsgrad erkennen. Und es gibt also große Unterschiede dadurch auch. Es gibt also daher schon bei den Urengeln welche, die sehr weit fortgeschritten sind, weil sie eben einen Großteil der Aufgaben, die ihnen zugeflossen sind, durch diese Geisterfüllung wirklich umsetzen konnten. Und es gibt andere, die heute halt weniger davon umsetzen konnten. Vielleicht dann aber dafür gerade irgendeine bestimmte Kleinigkeit, ein bestimmtes Detail, wenn ich das so menschlich ausdrücken darf, besonders gut machen konnten, nur mit dem Rest. Konnten sie nichts anfangen. Das, das ist ihnen weniger gelungen, da mussten andere dafür einspringen. Also, und, und daher sind aber diese Urengel von Anfang an ganz eng mit dem Menschen verbunden und ganz besonders eng verbunden mit dem physischen Leib des Menschen. Und insbesondere halt dann mit dem, mit dem Wärmegehalt des, des physischen Leibes. Also da sind sie ganz präsent. Jetzt denkt euch aber, dass heute, blenden wir jetzt zur Erdentwicklung, äh, gerade das Blut und die Blutwärme also ganz besonders wichtig ist als Ich-Träger. Also gerade im Blut, das Blut und die Blutwärme reagiert am unmittelbarsten auf unsere wirklichen Willensimpulse, die, die aus dem Ich kommen im grunde alles geht von da aus eigentlich geht es von der blutwärme aus. also wenn, wenn man äh, fälschlich denkt das, aha, das wird alles jetzt vom hirnkastel sozusagen gesteuert dann ist das eigentlich ganz falsch. es wird, wird also das ich greift eigentlich in wahrheit von außen ein und greift unser eigenes ich jetzt und greift in die wärmesubstanz ein. und da in der Wärmesubstanz entfaltet sich unser schöpferischer Wille. Und von da aus ergreift es den ganzen Körper alles, also auch das Flüssige, das Gasförmige, also die Atmungsluft und, und dann sogar das mehr oder minder fest Mineralische, das dann dadurch in Bewegung kommt. Die Muskeln, alles das. Und die Nerven und das Hirnkastel, das daran hängt, ist dazu da, um diese Prozesse wahrzunehmen, in Wahrheit, nicht sie zu steuern. Das ist, das ist das, worauf Rudolf Steiner immer ganz großen Wert gelegt hat, diesen Irrtum aufzuklären. Da wird natürlich jetzt die, die, die Gehirnwissenschaftler, die Neurowissenschaftler ja, werden rebellieren, weil alle gehen davon aus, das wird da von oben gesteuert. Und das kann man ja sogar nachweisen. Da gehen Nervenimpulse in die eine Richtung, andere da in die andere Richtung. Und man kann sogar zeigen, elektrische Impulse bewegen Muskeln irgendwie, lösen dort irgendwas aus. Und trotzdem liegt da nicht der Wille drinnen. Sondern das ist alles nur dazu da, um diese Prozesse die ganz von anderer Seite kommen. Unser Ich ergreift von außen die Wärme unseres Körpers, erweckt von da Prozesse an in unserem Körper und die, die Nerven dienen nur dazu, um das uns bewusst zu machen, um das in unser Alltagsbewusstsein hineinzubringen. Mit ein Grund dafür, warum. Dass der Fall ist, was ich ja laufend jetzt einmal wieder gesagt hat, dass unserem wirklichen Ich kriegen wir ja eigentlich noch gar nichts mit. Wir wissen nichts davon. Es ist am höchst aktivsten ist es in den ersten drei Kindheitsjahren. Da arbeitet es im Grunde wir Besessener dran, den ganzen Körper, die Lebenskräfte, die Seelenkräfte so weit herzurichten, dass dann ein Erwachen erfolgen kann zu unserem normalen Erdenbewusstsein. Das ist heute halt das dann, wo man erstmal sagt: Ich bin ein Ich. Ich weiß zwar noch gar nicht, was das wirklich ist, aber ich weiß, ich bin ganz was anderes als alles andere. Sogar was anderes als mein Körper. Im Extremfall nimmt man das vor. Es ist schön, das Erlebnis eigentlich. Es ist schön, obwohl man im Grunde in völlige Einsamkeit für einen Moment geworfen ist. Aber zugleich äh, kann mitkommen und Kommt oft mit, wenn das bewusst erlebt wird, der Moment. Aber es ist auch, ich stehe auf mir selbst. Ich weiß nicht wie, wo, warum, gar nichts. Aber, aber es ist so eigentlich der Kern eines unheimlichen Selbstvertrauens, eines Selbstbewusstseins, das drinnen drin entstehen kann. Also, dass da was Eigenes ist, das ist ja ist der, der Moment, also des Übergangs, wo unser wirkliches Ich nämlich übergibt an unser Spiegel-Ich, könnte man sagen. Weil das, was wir in unserem Alltagsbewusstsein, da können wir nur so viel grübeln über uns und über unser Schicksal, über unser Leben nachdenken, es ist Spiegelbild, es ist mattes Spiegelbild von dem, was unser Ich wirklich ist. Weil unser Ich hat daran gearbeitet, schon in den ersten drei Lebensjahren, unseren physischen Leib einmal so herzurichten, dass er zu unserem Ich passt. Damit wir das können, brauchen wir noch viel Hilfe und haben auf dem Weg vorhin zur Inkarnation viel Hilfe gehabt, aber wir werden einmal auf dem Vulkanzustand, also der dann den Saturnzustand spiegelt, das höhere Oktav könnte man sagen, dort werden wir das alles Voll bewusst selber tun. Das heißt, dann werden wir voll bewusst sein in, in, die kleinste, in, in der kleinsten Erregung unseres physischen Leibes, dann auch unseres Ätherleibes, unseres Astralleibes. Da wird es also nicht das geben, was wir heute als den Riesenbereich des Unterbewusstseins oder des Unbewussten nennen. Und der ist riesig. Weil das ist ja nicht nur der, wie soll ich sagen, von die Psychologen sprechen und die, die Psychoanalytiker sprechen, so vom Seelenschlamm, halt, der da unten irgendwo ist und der vielleicht durch Verdrängung sogar entstanden ist. Also, das heißt, wir ertragen es im, im, im Tagesbewusstsein nicht, also drücken wir es irgendwo hinunter. Das ist. Das ist ja fast ausgetrocknete Pfütze ist das. Darunter ist viel mehr, weil, weil es geht ja ums Bewusstsein bis ins Physische hinein. Bis ins Physische. Das heißt, weiß ich nicht, den kleinsten Knochensplitter würde das jetzt, wenn wir den Körper nehmen, so wie er jetzt ist. Das wird es natürlich auf dem, auf dem Vulkanzustand nicht geben. Dort wird es die kleinste Wärmeänderung sein, die irgendwo stattfindet. In unserem physischen Leib, den wir dann eben haben werden. Aber der wird komplett unsere Schöpfung sein. Und zwar unsere Schöpfung nicht, dass er fertig ist, sondern er wird sich weiter gestalten. Er ist nie fertig eigentlich. Also, und, und das heißt nicht, dass er deswegen vorher unvollkommener wäre. Wenn wir dort angelangt sind, beim Geist des Menschen, geht er von einer Vollkommenheit zur nächsten. Im Grunde. Es geht nicht um ein Höher, sondern um ein Wiederverändern. Und damit wieder eine andere Perspektive heraufzubringen zu, zu, zu und mit der Zeit halt so viele Möglichkeiten durchzuspielen, wie es geht. Und es immer so, dass eben der, der bis in den physischen Leib hinein alles bewusster Ausdruck unseres Ich sein kann. Das ist, ist also das Spiegelbild am. Anfang auf dem alten Saturn ist das alles, äh, was, was in dem physischen Leib, der für den Menschen vorbereitet wurde, als Wärmegebilde, <laughs> äh, äh, dass sich daran eben die Urenkel erlebt haben. Die haben sich daran erlebt, ihr Ich daran erlebt. Und darum stehen sie in enger enger Verbindung mit uns und sie stehen in enger Verbindung mit dem physischen Leib. Und jetzt kann man sich aber auch sehr gut vorstellen, dass Wesenheiten aus dieser Hierarchie der Urenkel oder Archei, die zurückgeblieben sind, die vielleicht in manchen Bereichen sogar stark zurückgeblieben sind, aber spezielle Fähigkeiten besonders entwickelt haben, dann sind es nämlich Wesenheiten, die auch in gewisser Weise als Widersacher wirken. Weil alle Wesenheiten, die wir kennen, vom Luzifer, vom Ariman bis zu den Asuras, sind Wesenheiten, die gegenüber den regulären Wesenheiten gleicher Kategorie, in gewisser Weise zurückgeblieben sind, jedenfalls insofern zurückgeblieben, als sie einfach nicht oder nur mehr wenig den Impulsen folgen, die von oben kommen. Seht ihr auch da was Wichtiges? Da wird nämlich vorbereitet, gerade dadurch schon dort, die Freiheit des Menschen. Da sind Wesenheiten dabei, die sich abschnüren von dem, was von oben kommt. Nur mehr wenig davon aufnehmen können. Damit wird aber etwas vorbereitet, was für die Freiheit des Menschen später notwendig ist. Weil die Freiheit des Menschen heißt, durch den Punkt durchgehend von allen guten Geistern verlassen zu sein. Niemand, nur das eigene Ich und jetzt nach dem Mysterium von Golgatha mit dem Göttlichen, mit, mit dem Christus in uns. Zu verbinden. Das heißt, die Möglichkeit zu haben, alles das, was früher von oben herunterströmte, aus dem eigenen Kern heraus zur Tätigkeit zu bringen. Das Tor zum Göttlichen in sich öffnen zu können. In sich öffnen zu können. Und dadurch jetzt aber auf ganz individuelle Weise mit diesen Kräften umzugehen. Das. Der Weg des Menschen ist eben der vom Geschöpf zum Schöpfer, und zwar zum freien Schöpfer, und zwar einmal zum Schöpfer seiner selbst. Damit werden wir vollenden, die dieses Ziel erreichen, eben diesen Vulkanzustand. Dann sind wir, dann ist jeder Mensch komplett von A bis Z bis in die kleinste Erregung hinein Schöpfer seiner selbst geworden. Am Anfang sind wir noch gar nichts. Es ist Wärme da, die Wärme haben wir auch natürlich nicht selber erzeugt, ja wer hätte es erzeugen sollen? Es gab noch kein Ich, keine Seele, kein Astralisches, es gab kein Leben in uns, es gab nur die Wärme und dies Geschenk hoher geistiger Wesenheiten, die oder Steiner und, und eben überhaupt in der christlichen Terminologie als Throne bezeichnet wurden. Throne, das, das, das Wort kommt ja auch nicht von ungefähr. Das hat was mit dem Thron der Gottheit zu tun, wenn man so will. Und, und als dieser Thron der Gottheit sind aufzufassen die höchsten geistigen Hierarchien, die drei höchsten. Und dazu gehören die Throne als unterste dieser Dreiergruppe dazu, aber die geben dem Ganzen die Basis irgendwo unten. Also die Throne. Opfern ihre Willenskraft hin. Das heißt, sie werden so selbstlos in ihrem Wollen, dass sich das, das von ihnen Gewollte komplett von ihnen loslöst und selbstständig wird in der Welt. Und das ist die Wärme, die entsteht am alten Saturn. So entsteht überhaupt aus dem Nichts etwas. Eben in Form von Wärme. Und Verbunden mit dieser Wärme, verbunden mit diesem ersten Ansatz des physischen Leibes des Menschen ist auch verbunden, dass dieser physische Leib des Menschen, obwohl er noch kein Ich hat, obwohl er noch kein Astralisches hat, also kein Seelisches eigentlich hat, obwohl er noch keine eigenen Lebenskräfte hat, trotzdem hat dieser physische Leib eine Art von Bewusstsein. Das ist wieder was ganz Gewaltiges. Äh, ihr, ihr wisst, ich habe das ja öfter schon erwähnt: das heute gerade in den Naturwissenschaften, in den Neurowissenschaften so das große Rätsel: Was fange ich mit dem Bewusstsein an? Ich kann. Nervenfunktionen immer besser erklären, ich kann das verfolgen mit, mit Scannern und Tomografie und alles Mögliche, kann man sogar lokalisieren, wie bestimmte Vorstellungen, wie die an bestimmten Stellen des Gehirns also Impulse erzeugen, das kann man sichtbar machen. Auf die Art kann man, das glaube ich schon erzählt einmal, sogar mit sogenannten Lock-in-Patienten Kommunizieren auf eine sehr umständliche Weise. Lock-in-Patienten sind Menschen, die im Koma liegen, in so einem so tiefen Koma, dass man nicht feststellen kann, ob sie auf irgendwas reagieren. Sie reagieren äußerlich auf nichts. Also der Blick ändert sich nicht, es zuckt nicht irgendwo was drinnen, aber es spielt sich im Gehirn etwas ab. Und und jetzt sind im Forscher auf die Idee gekommen, äh, probieren wir mal, wer erklärt langmächtig und breit den Patienten, wir wissen nicht, ob er es hören wird, aber wir erklären ihm einen Versuch, den wir machen wollen. Äh, stell dir vor, zum Beispiel, weiß ich nicht, dein, deine Wohnung. Denk an deine Wohnung, denk intensiv an deine Wohnung einmal. Ich versuch jetzt etliche Minuten oder was intensiv an deine Wohnung zu denken. Und dann, dann wird gemessen, halt, welche Gehirnpartien besonders aktiv sind. Und jetzt denke an etwas anderes: denke, weiß ich nicht, du bist am Meeresstrand, du bist auf Urlaub, du bist am Meeresstrand, ich erinnere dich an einen Urlaub, den du dort, dort verbracht hast. Aha, eine andere Gehirnregion wird aktiv. Und interessanterweise kann man das jetzt ein paar mal öfter wiederholen. Es zeigt sich, aha, ja, da ist wirklich immer in etwa diese Gehirnregion aktiv oder im anderen Fall die andere. Und jetzt erklärt man dem Patienten: Ich stelle dir jetzt Fragen und wenn du ja meinst, ist, denk an deine Wohnung. Wenn du nein meinst, denk, denk an den Strand zum Beispiel. Und auf diese Art, ist auf eine mühevolle Weise ist es tatsächlich gelungen, also mit solchen Login-Patienten in ein Gespräch zu kommen. Und damit im Grunde den Beweis aber auch zu führen, dass die tatsächlich bewusst etwas erleben und bewusst auch reagieren können. Aber nur wie Bewusstsein selber zustande kommt, weiß man trotzdem nicht. Weil man weiß, jetzt Gehirnregionen sind, sind aktiv, aber dass die Gehirnregion jetzt besser, das hängt nämlich damit zusammen, dass sie stärker durchblutet wird. Also in dem Moment, wo was aktiv wird, schießt das Blut hinein, weil die, die Nervenzelle braucht das für ihre Tätigkeit. Nämlich vor allem, um sich wieder zu regenerieren. Weil jede Nervenzelle, die tätig wird, ist danach für einen kurzen Moment gelähmt, wie gelähmt, erschöpft. Im also die hängt in, in den Seilen. Es ist geradezu ein Zerstörungsprozess, der, der da passiert und die muss wieder aufgepeppelt werden. Und, und genau den Prozess kann man verfolgen. Es strömt also Blut hin, Nährstoffe dorthin, Sauerstoff dorthin und die wird wieder aufgepeppelt. Genau das kann man, kann man messen. Aber pff, was das mit dem Bewusstsein zu tun hat, ich erlebe meine Wohnung, pff, keine Ahnung. Wieso sind bestimmte Nervenzellen meine Wohnung? Kann die Wissenschaft überhaupt nicht erklären. Also das ist völlig rätselhaft. Ja klar, weil sie immer auf das Objektive schaut. Also das, was ich immer gegenständlich vor Augen führen kann. Also das Hirnkastel kann ich immer zur Not auch gegenständlich vor Augen halten. Ich könnte ja sogar das Gehirn öffnen und da kann man was, was beobachten. Aber heute macht man das mit diesen Scannern, da sieht man, was sich da drin tut. Aber das ist gegenständlich. Erleben? Ja, sicher, der Arzt, der hinschaut, erlebt was, aber nicht, nicht das, was, was der Patient erlebt. Also, den muss er erst, erst, erst befragen, sozusagen. Dann kann man Zusammenhänge herstellen. Aber selbst wenn ich alle Bewusstseinsinhalte wüsste, wo die sich abspielen, weiß ich nur immer nicht, was Bewusstsein wirklich ist. Also, das ist, ist eine der großen Rätselfragen heute und ist bitte für unser Bewusstsein, heute eine der zentralsten Fragen. Wie passiert denn das? Weil da geht es nämlich um die Brücke zwischen dem physisch-ätherischen, sage ich einmal, und dem seelisch-geistigen des Menschen. Die, die Naturwissenschaft kann ans Physische und mit etwas guten Willen auch bis ans Ätherische herankommen, weil, weil sich das Ätherische durchaus im Sinnlichen widerspiegelt. Haben wir auch unlängst gesprochen darüber über die Steigbilder zum Beispiel, wo sie Ätherkräfte abbilden. <laughs> wo man so also deutlich in den reichen Formbildungen sieht, aha, da sind starke Bildekräfte drinnen tätig. Damit kann ich zumindest sagen, aha, die, der Pflanzenauszug ist lebendiger in, in seinem inneren Gehalt als, als der andere. Vielleicht ist es dieselbe Pflanze, aber von verschiedenen Standorten und so weiter. Und die unterscheiden sich dann deutlich in den, in den Formen der Steigbilder. Also, das heißt, das kann ich sogar bis zu einem gewissen Grad äußerlich erforschen, ganz objektiv. Ich meine, ich erlebe zwar das Ätherische als solches nicht, aber es ist ein Abbild zumindest. Also, aber da kommt man heran mit der äußeren Wissenschaft. Jetzt brauche ich aber für die andere Seite, für seelisch-geistige sozusagen die innere Wissenschaft. Das ist das, was die Geisteswissenschaft anstrebt. Also dort im geistig-seelischen diese Erfahrungen zu machen. Und das ist ein ganzer, riesen Riesenkosmos, der noch viel größer ist als das, was wir physisch-ätherisch fassen können. Viel, viel größer. Und das Ganze, was ich euch jetzt erzähle, ist einmal nur die Einleitung zu dem Thema, nur um euch ein Bewusstsein zu geben für die Riesendimensionen, die da dahinter sind. Und dass wir sehen, also die ganzen Naturwissenschaften zusammengenommen, die das bloß physisch-stoffliche, physikalisch Beschreibbare erfassen, das ist so ein winziger Splitter von dem, was alles notwendig dazu ist, dass dieses Kleine auch sein kann. Und das ist so, so gewaltig, dass ich mir wünsche, dass einmal ein Gefühl für diese Größe entsteht. Also wirklich ein erschüttert, aber im positiven Sinn erschüttert sein davon, wie groß, wie gewaltig das ist, ohne sie jetzt gleich zu fürchten, oder wie soll ich das jemals begreifen oder Ding. Wir werden versuchen, einmal einen Überblick zu geben und die Zusammenhänge zu sehen. Die Geisteswissenschaft arbeitet dann nicht so wie die äußere Wissenschaft, dass sie aus 100.000 Puzzleteilen, also aus kleinen Bausteinchen, alles zusammensetzen muss, sondern sie geht eigentlich von einem Gesamtbild aus. Dort komme ich hin, wenn ich das imaginative Denken, das bewusste imaginative lebendige Denken entwickle, sprich, also eine bewusste Form dessen, was man früher als Hellsehen bezeichnet hat und das halt aus angeborenen Kräften entstanden ist. Also tatsächlich angeborene Kräfte, weil, weil sie nämlich auch tatsächlich aus dem Körperlichen auf, aufgestiegen sind. Jetzt können sie in unserer Zeit bereits und einzelne, eben wie zum Beispiel Rudolf Steiner ganz besonders, hat das bereits getan. Und es wird Zeit, dass, dass mehr Menschen dorthin kommen, dass wir mit einer Klarheit, wie wir es wie sonst im abstrakten, logischen Denken haben, das aber im Grunde nur tauglich ist für, für den Bereich, den auch die Naturwissenschaften beschreiben, also für diesen kleinen äußeren Teil, jetzt langsam, Schritt für Schritt die größere Perspektive zu kriegen. Und da ist im, im imaginativen Erleben immer, dass ich... Das Gesamtbild vor Augen habe. Es ist nur dann die Aufgabe, immer mehr Details genauer anzuschauen. Aber es fällt absolut weg, diese Aufgabe: aha, da habe ich einen Splitter, dort habe ich einen Splitter und da noch einen. Äh, wie hängen die eigentlich zusammen? Dazwischen habe ich noch solche Lücken. Rudolf Steiner vergleicht das äh, ab und zu einmal damit, äh, dass er sagt, und das ist nicht bös gemeint, überhaupt nicht. Aber die Naturwissenschaft, die äußere Forschung, ist so wie ein Mensch, der im dunkeln, in einem stockdunklen Zimmer herumtappt und versucht jetzt die Gegenstände zu betasten und zu schauen, aha, was ist da? Er kann aber nicht jedes Detail abtasten. Und da, aha, da ist irgendwas anderes, was es genau ist. Wie, wie hängt es mit irgendwas anderem zusammen in, in, de, in dem Zimmer, auf das kommt er gar nicht. Er kann nur das Einzelne erfassen und kann beschreiben, aha, wie fühlt sich das an? Aha, die Formen kann ich irgendwo beschreiben, ich kann vielleicht spüren, wie schwer es ist, wenn ich es in, in die Hand nehme, aber eine wirkliche Vorstellung von dem ganzen Zimmer kriegt man sehr schwer. Und, äh, auch wenn jetzt ein Mensch, der blind ist, vielleicht blind geboren ist sogar, er wird natürlich eine Vorstellung von so einem Zimmer entwickeln können, aber die ist ganz anders als die Vorstellung, die ein Mensch hat, der es jetzt eben auch sieht, dieses, dieses, dieses Zimmer. Weil es, es fehlen also wesentliche Zusammenhänge. Es fehlen... Ich, ich meine, wir sehen... Aha, da, da, da läuft gerade ein, ein kleiner Käfer über den Tisch. Das, das als Blinder das zu ertasten, ist sehr schwierig. Vielleicht kann ich es hören. Ah, ein Gelse summt da irgendwo. Ich meine, die, 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 die hört, hört jeder fast, wie vorhin, wenn sie um die Ohren herum summen. Dann hört man es überlaut. Aber es gibt viele Insekten, die eben nicht so schnell, ist nicht so eine hohe Frequenz haben, die, die hört man nicht. Die liegen entweder drüber oder drunter in der Frequenz. Also die hört man gar nicht. Wenn es zu langsam fliegen, dann sind die Töne so dunkel, dass wir es nicht hören. Oder sie sind so hoch, dass sie jenseits unserer Hörfähigkeit sind. Also die Gelsen sind halt gerade unangenehm in der Mitte drin. Also die warnen uns sozusagen vorher und dann stechen sie uns trotzdem. Ja, also. Und es ist jetzt so, wenn, wenn man den Schritt macht, also zum zum geistigen Wahrnehmen, zum imaginativen Wahrnehmen, wenn es also einmal wirklich ausgereift ist. Das ist natürlich geht es aber nicht so mit einem Schnipp, aber trotzdem äh, vergleicht es oder Steiner damit so. Jetzt tappe ich also in dem finstern Zimmer herum und jetzt drehe ich das Licht auf und plötzlich sehe ich das ganze Panorama von mir vor. Ich gesagt, aha, da ist ein komischer Gegenstand, da ist irgendein anderer. Pf. Wie hängt, ah, das dürfte vielleicht der Sessel sein, das ist weich gepolstert, aber es ist noch sehr vage. Plötzlich habe ich alles vor mir, das Panorama vor mir. Und, und sehe Zusammenhänge, die vorher mühsam mir zusammenreimen muss, erst. Geht natürlich auch. Und, und eben ein blinder Mensch, der immer in dem Zimmer lebt oder was, wird sie dann irgendwann einmal auch sehr gut zurechtfinden. Aber das Gesamtbild ist trotzdem anders jedenfalls, weil man muss es zusammenstellen, er sieht es nicht in dem Sinn. Und, und Imagination ist daher mit Recht mit einem Sehen verbunden. Allerdings ist es halt kein sinnliches Sehen, sondern ein geistiges Sehen. Aber es hat das Gemeinsame, dass es ein Gesamtpanorama eigentlich ist. Ein Gesamtpanorama. Dass jede Imagination hat das. Ich meine, natürlich, sie fokussiert sich dann auf, auf, auf Details, um, um die genauer zu untersuchen. Aber sie ist immer verbunden mit dem Weltganzen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Alles ist drinnen. In jeder Imagination ist eigentlich alles drinnen. Nur Sehe es heute halt geistig noch nicht scharf, sondern ich konzentriere mich heute halt auf einen Punkt. Aber es ist immer, wenn ich es weiterverfolge, komme ich immer weiter. Ich muss nicht spekulieren, wie hängt es mit was anderes zusammen. Null Spekulation nötig. im, im, im Geisteswissenschaft ist, ist wirklich eine rein empirische Wissenschaft, rein auf Beobachtung beruhend einmal. Und dann sehe ich die Zusammenhänge, ich kann sie aber dann... Mit unserem logisch kausal denkenden Verstand dann auch erklären und erfassen. Aber das, das Denken, das Erkennen ist ein ganz anderes. Es ist eben nicht dieses Ableiten, dieses Mühsame, des Hypothesen aufstehen, es könnte so sein oder nein, es könnte vielleicht auch anders sein. Und es gibt nur eine dritte Möglichkeit. Also machen wir Versuche, welche, welche Möglichkeit passen wird. Nein, hier sehe ich es auf einen. Hier ja, sehe ich es auf einen Blick und die, die große Schwierigkeit und warum es natürlich eben auch trotzdem Irrtümer in der Geistesforschung zuhauf auch geben kann, ist, wie konzentriert schaffe ich es, dieses Gesamtpanorama mit seinen Zusammenhängen wirklich zu erfassen? Wie bewusst kann ich es erfassen? Es ist da. Aber unser geistiger Fokus ist trotzdem nur sehr eng heute. also der Bereich, den ich wirklich ganz klar erfassen kann. Und, und dadurch ist es, ist es also trotzdem auch schwierig. Es ist zwar ein, ein deutlich sichererer Weg als, als etwas, was auf Theorienbildung, Spekulation, Überprüfung durch Experiment und so aufgebaut ist, aber trotzdem äh, ist es ein weiter Weg, also wirklich jede. Jedes Ding, das ich fokussiere in der, in der Imagination mit dem Gesamtbild, den Zusammenhang zu sehen, dass man nicht das Bewusstsein schwindet dabei. Das ist das, das große Problem, weil es ist eigentlich ein ja, fast unerschöpfliches Panorama, das ich von mir habe. Ihr müsst euch vorstellen, ein Bild, das, das so groß ist wie der ganze Kosmos. Also, wenn ich es mit sinnlichen Sehen vergleichen will, wäre das so, ich müsste jetzt erleben, das, was da auf der ganzen Erde passiert, im ganzen Kosmos da draußen passiert, in allen den Sternen. Und das alles müsste ich gleichzeitig sehen. Dann würde ich sehen, den Zusammenhang, aha, da fällt ein Regentropfen herunter. Das hängt damit zusammen, dass irgendwo auf einem Stern in einer anderen Galaxis irgendwo das oder das passiert ist. Dazu müsste die, das. Das ganze Feld überschauen können. Sinnlich kann ich das nicht. Geistig kann ich es theoretisch. Nur da gehört also ein immenses Bewusstsein dazu, um alle diese Zusammenhänge gleichzeitig voll bewusst gegenwärtig zu haben. Da reicht das Bewusstsein einfach nicht aus. So, jetzt habe ich etwas Spannendes erzählt, was nämlich zusammenhängt mit dem alten Saturn. Unser physischer Leib am alten Saturn, dieser Wärmekörper, der kein Leben hat, kein eigenständiges, kein eigenständig seelisch-astralisches, kein eigenes Ich hat, sondern nur Wärme ist, die von außen, an der sich von außen die Taten äh, der Urengel einprägen und die sich daran erleben und die dadurch da Formen auch, dadurch Bewegungen in, in diesem Gebilde auslösen und so weiter und sich daran erleben. Also sie sind nicht inkarniert, aber sie arbeiten mit diesem Ding und es gehört ganz wesentlich zu ihrer Entwicklung dazu. Aber, und sie haben ein Bewusstsein eben, das dass dadurch entsteht, dass, dass sie eben Veränderungen in diesem Wärmegebilde machen. Aber jetzt kommt was ganz Spannendes. Wer hat das ultimative Bewusstsein in dem ganzen Spiel? Der Wärmekörper selbst. Der physische Leib des Menschen als Wärmeform. Der hat in einem Tief-draus-Bewusstsein, lebt in ihm. Der ganze Kosmos, der damalige, der Kosmos des alten Saturn. Jede kleinste Erregung, die dort ist, jede Veränderung, erlebt dieser physische Leib mit, aber in einem so tiefen Traumsbewusstsein. das ist, wenn wir es mit unserem heutigen Bewusstsein vergleichen, noch tiefer als unser normales Tiefschlafbewusstsein. Also, das ist dort, wo wir nicht träumen, sondern wo es halt für unser Empfinden finster ist und das ist noch eine Stufe darunter. Das ist das Bewusstsein zum Beispiel, das Medien haben, wenn sie wirklich in tief draußen sind, dann sind sie so weggetreten, dass sie noch unbewusster sind in gewisser Weise, als, als man im Tiefschlaf ist. Also es ist noch ein tieferer Zustand und der geht nahe heran an den Todeszustand. Daher kann man dieses Tief-Draus-Bewusstsein sogar auch als Todesbewusstsein bezeichnen. Das ist im Übrigen nur so eine kleine Randbemerkung, das hat auch eine Bedeutung für die alten Einweihungsmethoden, wo Menschen dann bewusst zum Zwecke der Einweihung in einen todesartigen Zustand versetzt wurden. Da, da ist nämlich dann wirklich. Das, was vom Menschen da ist, also namentlich eben der, der physische Leib, entfaltet dann sehr stark auch sein Todesbewusstsein, weil er nahe an diese Grenze herangebracht wird. Also es ist, es ist so ein Zustand, eben wie es ein Medium hat. Und da ist es auch mit sehr weiten Bereichen verbunden. Und das war in Perfektion da, das heißt, in Wahrheit ist dieser, dieser Wärmeleib, des Menschen, der da zu dem Zeitpunkt entsteht, was tut er aus dem Bewusstsein? Er reagiert darauf. Also einerseits spiegeln sich die, von außen die Urengel drinnen, aber sie stoßen dabei zugleich auf etwas, das seine eigenen Bewegungen hat. Und in diesen Bewegungen spiegelt sich wieder was, was dieser physische Leib, dieser physische Wärmeleib des Menschen in seiner Tieftrance erlebt vom ganzen damaligen alten Saturnkosmos. Und dieser alte Saturn, da darf man sich ja nicht nur einen einzelnen Planeten vorstellen, sondern das sind die ganzen Welten, die dazu gehören, von denen es damals auch viele gab, so wie es uns heute jetzt auch diese vielen Sterne gibt, die gehören alle dazu. Und das erlebt er aber eben tief draus, in diesem todesartigen, aber trotzdem Bewusstsein. Also man kann eben durchaus sagen, alles das, was mit dem Physischen zusammenhängt, hat das allertiefste und zugleich weiteste Bewusstsein. Im, wenn wir auf dem Vulkanzustand sein werden, in dem sich also der, der alte Saturn spiegelt, also ganz am Ende der Entwicklung, wenn wir unseren physischen Leib, der sicher nicht mehr stofflich sein wird, wo es am, am Vulkanzustand ja sicher noch zeitlang zumindest ein Wärmeleib sein wird, bis das auch ganz vergeistigt ist. Aber dann werden wir bewusst den gesamten Kosmos, der zu diesem Vulkanzustand dazugehört, ganz bewusst miterleben. Unseren eigenen Leib mit bis zu dem, was eben hereinwirkt von dem, vom ganzen Kosmos draußen. So gewaltig ist das. Also das, das. Das heißt, da kann man sich jetzt vorstellen und machen, welche riesigen Entwicklungsschritte noch notwendig sind, um zu so einem umfassenden Bewusstsein zu kommen. Und dann aber dieses Bewusstsein so hell zu haben, dass ich es mit voller Ich-Bewusstheit mitbekomme. Das ist der Unterschied. Am, am alten Saturn ist es ein Bewusstsein. Und dieses tief Bewusstsein, Rudolf Steiner bezeichnet es als, als Allbewusstsein, eben weil es den ganzen Kosmos umfasst. Das wird am Ende am Vulkanzustand, werden wir auch dieses Allbewusstsein haben, aber eben voll bewusst. Voll bewusst. Nicht in tief sondern mit vollem Ichbewusstsein verbunden. Das heißt... Um, und das wird wirklich der Moment sein am Ende dieser Vulkanentwicklung, dass wir ein Bewusstsein haben, was tut dieser ganze Kosmos? Dieser riesen, riesengroße Kosmos. Und das wird die Voraussetzung dafür sein, dass wir... Dann in der weiteren Entwicklung, weil es wird weitergehen, darüber haben wir schon öfter gesprochen, dass wir ja dann in Wahrheit ja nach diesem, oder abseits, wie es so oft auch sagt, dieses Vulkanzustandes, also da ist es nicht aus mit dem Menschen, sondern da fängt es erst so richtig an. Weil dann sind wir berufen, Schöpfer, Götter zu werden, so im, von, von der Rangordnung der Elohim und werden eine Aufgabe verrichten, wie sie sie bei der Erdenschöpfung gemacht haben. Das ist nicht das höchste Göttliche, das ist, ist eigentlich von, von den sogenannten Götterwesenheiten die, die unterste Scharsch, weil darunter kommen dann schon die Urengel, Erzengel und, und, die, und die einfachen Engel. Also, man kann ja auch diese, diese Hierarchien, die in der christlichen Lehre eben so benannt werden, also in anderen Kulturen werden sie halt anders benannt, aber es gibt durchaus auch die Namen anders. Und manchmal ist, fehlen halt die oberen Regionen irgendwo, Also, weil sie nicht klar gesehen wurden. Ist im Übrigen aber auch, auch etwas. Dass das gerade also durch das Mysterium von Golgatha, durch die Entwicklung des Christentums als geistigen Schul Schulungsweg, also jetzt gar nicht das, das Äußere wenn die Kirchen gehen und beten, das ist nett, aber, aber das Eigentliche des, des Christentums ist ja viel, viel mehr. Das ist viel, viel mehr. Und. Äh, da ist eben erstmals ja wirklich ein Bewusstsein im Christentum entstanden, wie, wie viele Stufen es da eigentlich gibt. Da unten ist der Mensch, dann gibt gibt's die, die es Engel, die, die Engel, die Erzengel, die Urengel, die findet man mit anderen Namen in, in der indischen Lehre genauso. Dann gibt es die Elohim, die Geister der Form, von denen sprechen, spricht eben das Alte Testament ganz stark. Und was dann schon darüber ist, und dem findet man sehr wenig. Sehr wenig. Also findet man im, im, im Judentum so bissel dann in der Kabbala manches angedeutet irgendwo. Aber die Kabbala, also die jüdische Kabbalah, ist, ist eigentlich entstanden zu einer Zeit, wo schon sich das Christentum sehr ankündigt. Und dann vor allem auch in der Zeit, dass das Christentum wirklich schon da ist. Das ist ganz interessant nämlich. Und, und da und, und sind Einflüsse, wechselweise Einflüsse, also sehr deutlich da. Daher hat man dann zu Beginn der Neuzeit vor allem sehr stark von einer christlichen Kabbalah gesprochen, aber das war schon vorbereitet dadurch, dass in der Kabbalah eigentlich auch viele christliche Elemente in Wahrheit drinnen sind. Einfach weil die geistige Entwicklung so weit. Weit war. Das ist gar nicht nur, dass sie es jetzt aus den Büchern entnommen haben, sondern es kommen eben die, die Inspirationen herein und, und die, die eine viel größere Perspektive noch zeigen. Also, das war eine der, der, der großen Leistungen dieses Dionysius Areopagita, also dieses Paulus-Schülers, der dann in Wahrheit ja eine ganze Schule begründet hat. Und der sich eben mit dieser Engellehre auseinandergesetzt hat. Aber Engellehre im weitesten Sinn, weil die eigentlichen Engel sind die untersten drei Stufen. Dann kommt der Bereich der, ja, wie soll man sagen, kleinen Götter. Das sind also die Elohim, die Geister der Form, dann die Geister der Bewegung und dann äh, darüber die Geister der Weisheit. Und, und und dann geht es we dann, dann weiter darüber kommen kommen dann wieder also dann kommen die geister des willens also die die throne dann, dann kommen die die cherubim die tierkreiswesenheiten und dann kommen die seraphim und dann kommt die trinität darüber noch das ist die höchste dreiergruppe so wie jetzt die konstellation ist und, und wir als Menschen in Wahrheit, um das jetzt auch gleich da anzuschließen, arbeiten kräftig daran, irgendwann einmal, wenn man so will, unter den Engeln eine eigene Hierarchiegruppe von geistigen Wesenheiten zu, zu begründen. Also, Oder Steiner sagt, drei Stufen des Menschlichen. Also, so wie wir jetzt haben Urengel, Erzengel und einfache Engel, so wird es geben Menschenstufe 1, die höchste, das sind die, die die längste Entwicklung durchgemacht haben, dann wird eine zweite Menschenstufe kommen und dann eine dritte. Und die werden sich eben gerade dadurch auszeichnen, dass sie voll diese Freiheit bereits haben. Die hier jetzt beim Menschen begründet wird. Vorher gab es es nicht. Es gab also nur im erste Ansätze bei den gefallenen Engeln, die vom alten Mond zur Erdentwicklung übergekommen sind, die die luziferischen Engel dann geworden sind. Da ist so ein ganz leiser Ansatz drinnen. Aber sonst nur nichts. Also, wir können dann sagen, wir werden sein, die Hierarchie der Freiheit, wenn man so will. So könnte man sie auch nennen. Also eine ganze Hierarchiegruppe. Und das wird also der Zustand sein am Ende, am Ende dieser ganzen sieben kosmischen Entwicklungszustände. Dort stehen wir und der nächste Schritt ist, dass wir die, die höchste Menschengruppe sozusagen aufsteigt in eine vergleichsweise Position wie sie die Elohim jetzt während der Erdentwicklung hatten. Dort stehen wir dann. Wir sind deswegen nicht Elohim, weil wir sind ganz anders, aber wir haben genau eine ähnliche Aufgabe, nämlich es in gewisser Weise einen ganzen Kosmos zu formen oder zumindest ein ganzes Planetensystem zu formen. Sagen wir es einmal so. Das ist ja da bei den bei den Schilderungen der der Bibel geht das nicht so eindeutig hervor, da ist es noch nicht so differenziert ausgedrückt, wo da der ganze Hintergrund ist. Also eigentlich wird da beschrieben die, die Schöpfung unseres Planetensystems mit der Erde, mit den Planeten, die dazugehören. Und, und da sowas spielt sich aber. An x Orten im Kosmos ab. Überall, wo eine Sonne ist, überall, wo ein Zentrum ist, ist es ein geistiges Zentrum und dort spielt sich sowas ab. Also da muss man sich jetzt auch einmal vorstellen, wie groß die Dimension ist. Man braucht nur auf den Himmel herausschauen, denken, das ist aber nur ein Bruchteil von dem, was wirklich oben ist. Wenn man mit großen Teleskopen schaut, sieht man schon mehr, aber auch noch nicht alles. In Wahrheit, wir haben schon öfter gesprochen, 100 Trilliarden sondern das sind Nullen, die da hinten dranhängen. Äh, überall dort spürt sich ja geistige Entwicklung ab. Überall dort. So groß ist die Welt. Also unser Zeitalter ist halt jetzt angetan, auch äh, diesen Schritt zu machen, diese Größe der Dimension zu sehen und, und nicht als ich jetzt einzusinken und zu sagen, ach wie klein bin ich. Sondern zu sagen, das ist das Feld, das auf mich wartet. Schritt für Schritt, ich meine, bis man das ganze Feld äh, bearbeiten, ist, ist er eben sehr, sehr weiter Weg. Aber wieder glaube ich, kann ich das deutlich machen, dass eben das wahnsinnig viele Entwicklungsstufen notwendig sind, um so weit zu kommen um einmal überhaupt nur so weit zu kommen, ein einzelnes kleines Planetensystem zu schaffen. Zu schaffen. In Zusammenarbeit mit der Gottheit, die ja von oben wirkt, die aber auch aus uns wirkt. Aber durch unser Ich, mit unserem Ich aus der Freiheit unseres Ichs heraus. Das heißt also eigentlich nimmt die Gottheit den Willen des individuellen Ichs ins ihr Wesen auf. Es ist nicht mehr unterscheidbar göttlicher Wille und, und Menschenwille dann auf dem. Eine Tat, die aus der Freiheit erfolgt, ist beides zugleich. Freie Tat des Göttlichen und freie Tat des Menschen. Das ist irrwitzig, ich weiß es. Es ist wahnsinnig schwer verständlich, weil der Verstand sträubt sich irgendwo dagegen, Es ist dieses nicht ich, sondern der Christus in mir und doch ist es aber ganz stark, das Ich. zugleich es ist nicht mein Ego überhaupt nicht. Das Ego ist, ist völlig steht, steht daneben darf zuschauen. Aber, aber das Ich ist in dem Moment Ausdruck des göttlichen Willens. Oder der göttliche Wille ist Ausdruck des individuellen Ichs. In einem Moment, wo ich wirklich aus dem Ich heraus tätig bin, und das geht heute schon, als Künstler, wenn ich einen wirklich schöpferischen Moment habe und etwas sozusagen hinwerfe oder als Komponist hinwerfe und weiß, das ist es jetzt, dann ist das Menschentat und höchste Gottestat zugleich, untrennbar, untrennbar miteinander verbunden, es ist beides zugleich. Das braucht uns in keiner Weise größenwahnsinnig machen lassen, weil es ist trotzdem, es ist ein kleiner Splitter. Es ist ein kleines Gemälde vielleicht, aber da ist göttliches und menschliches eins geworden, absolut eins. Menschlicher Wille ist göttlicher Wille, göttlicher Wille ist menschlicher Wille. Und Eben nach dem Vulkanzustand sind wir heute halt dann im Prinzip so weit, dass wir schon ein größeres Kunstwerk schaffen können, eben ein ganzes Planetensystem, wenn man so will. Das sicher also ganz anders funktionieren wird, als es jetzt funktioniert. Aber jedenfalls, wo man einen Ort schafft, auf dem sich neue geistige Wesenheiten entwickeln können. Und, und vor allem entwickeln können von Anfang an mit dem Impuls der Freiheit, der drinnen ist. Wo also von Anfang an der, der, das, das angestrebt wird. Brauchen wir uns jetzt wirklich nicht den Kopf zerbrechen, brechen, weil man kann es auch nicht. Weil das wird ein wirklicher Neuanfang sein. Wir können nur das eine noch abschätzen. Wir werden als freie Wesen. Hoppala, bin ich herausgeflogen. Ja. entschuldigt war kurze kurze störung drinnen meine internetverbindung ist abgerissen kurzzeitig aber wir sind wieder da und das ist auf der videoaufzeichnung ist sowieso alles drauf also ja also das ist die große perspektive die drinnen ist so. Jetzt wird euch schon der Kopf rauchen. Aber es ist einmal nur der große Rahmen des Ganzen. Das ist also der goldene Rahmen. Jetzt gehen wir an die Details erst. Nämlich äh, dieser alte Saturn, beziehungsweise dann auch jeder, jeder dieser folgenden kosmischen Entwicklungsstufen, bedeutet einmal grundsätzlich, dass hier ein bestimmter Bewusstseinszustand entwickelt wird. Also auf dem alten Saturn, nimmt dieses Trance-Bewusstsein, von dem ich gesprochen habe, ein Allbewusstsein. Es, es ist dumpfer als der Tiefschlaf, aber es ist trotzdem ein Bewusstsein. Es ist ein, ein halt unterbewusstes Miterleben des ganzen Kosmos. Und sich danach, sich danach richten, sozusagen, in gewisser Weise. Es ist schwer, schwer vorstellbar. Aber wie gesagt, Medien, wenn es wirkliche, echte Medien sind, wirklich in Traus sind, schildern aus diesem Bewusstseinszustand. Sie wissen nachher nichts davon, gar nichts. Und trotzdem kommt dieses Bewusstsein in sie hinein. Nur das Ich kann es noch nicht mitnehmen, das Ich ist nicht dabei. Das Bewusstsein hat dann der physische Körper. Beim Medium hat der physische Körper das Bewusstsein. Der nimmt es auf. Also, gerade, gerade alte, alte Kräfte, die auf alte trance zurückführen, da ist Gott der Körper, der physische Körper, das Organ, das Wahrnehmungsorgan, das Bewusstseinsorgan. Also, wenn wir schon reden wollen vom Hirnkastel an sich, äh, wenn ist es in so einem trance von dem kommt aber nichts in unser Normalbewusstsein hinein. Also das wäre schon ein Anfang einmal zu, zu überlegen dann für die Gehirnforschung und so weiter. Womit hätte man es denn da eigentlich zu tun? Was liegt dem zugrunde? In dem das physische Gehirn, aber eben nicht nur dieses, sondern in Wahrheit der ganze physische Körper des Menschen da ist, der hat immer dieses Trance-Bewusstsein. Nur wir kriegen im Alltagsbewusstsein nichts mit. Also, wieder ein, ein Punkt für unser Bewusstseinsseelenzeitalter. Also wir haben jetzt schon gesagt, das, das Bewusstsein für die geistige Welt da draußen haben wir im Alltag normalerweise heute noch nicht, nur relativ wenige Menschen. Und noch weniger auf dem neuen Weg, also dem voll wachbewussten Weg. Aber. Also von dem verschlafen wir mal alles. No, von dem, was unser physischer Körper in Tieftrance vom ganzen Weltall mit mitkriegt, ahnen wir auch nicht das Geringste normalerweise. Nicht das Geringste. Ich meine, es kann so etwas ko kommen ins ins Bewusstsein hinaufkommen auf ja im Grunde abnorme Weise. Es gibt ja Hellseher, also im alten Sinn Hellseher, eben wie aus Wedenburg oder zum Beispiel, der sogar er physische Ereignisse, die aber in weiter Entfernung stattgefunden haben, also so, dass man sie nicht mit Augen sehen konnte oder äußerlich miterleben konnte, aber der sie eins zu eins miterlebt hat und daraus schildern konnte in seinem trance im Grunde, das beruht darauf, dass sein physischer Körper nimmt das wahr, unser physischer Körper nimmt auch wahr was überall passiert. Und hier und da eben bei, bei manchen Menschen mit alten Kräften kann etwas davon bis ins Wachbewusstsein dann hinaufkommen. Irgendwo. Oder, oder er schildert es selber im, im Traumzustand. Oder es, es dringt sogar bis ins, ins, ins Wachbewusstsein irgendwo. Oder ins Traumbewusstsein irgendwo hinauf. Oder in ein visionäres Bewusstsein. Es ist, ist, ist ganz schwer, aber im Übrigen mit dem neuen imaginativen Schauen bis in diese Tiefe zu kommen. Es ist, ist auch gar nicht jetzt äh, sinnvoll und gesund, das jetzt anstreben zu wollen, das, weil dann würde man nur in die alten Kräfte wieder verfallen. Und, äh, in, in alten Zeiten hatten die Menschen diesbezüglich viel stärkere Eingebungen. Also die kamen über dieses drauß Mit dem haben sie sich in traumwandlerischer Sicherheit bewegt und gefunden in der Welt. Aber vom wachen Ich-Bewusstsein war noch gar keine Rede. Aber sie haben gewusst, was tun. Tiere haben das auch sehr stark, die wissen, was, was tun müssen, aber sie wissen es nicht vom Verstand. Sie, sie können nicht überlegen, aha, ja, ja, genau, die, die Pflanze weiß ich, ich, kann mich erinnern, die ist gut, wenn ich etwas Falsches gefressen habe. Nein, es greift, wie man sagt, das Instinkt hin und Instinkte, sagt Rudolf Steiner, mit Recht hängen zusammen mit dem physischen Leib des Tieres. Die sind im Physischen verankert. Es hängt zusammen mit dem Trausbewusstsein. Dort. Das, das heißt, man darf sich auch nicht jetzt wieder so vorstellen, aha ja ja, naja, das sind halt jetzt irgendwelche Zellen so verschaltet, die sind halt irgendwo durchaus lese, so programmiert das erkennen, die Pflanze ist es. Nein, der physische Körper in seinem Trance-Bewusstsein nimmt das wahr. Das baut dann sogar irgendwo den Körper. Das heißt, irgendwann stimmt es natürlich auch, dass die Einrichtungen des Körpers sich dem anpassen irgendwo. Aber das passiert eben nicht zufällig, sondern es passiert, weil der physische Körper das wahrnimmt. Beim Tier, beim Menschen genauso. Aber es ist unserem Wachbewusstsein noch lange nicht zugänglich deswegen. Und, äh, Eben die ganze Entwicklung äh, zielt darauf ab, dass wir am Ende, ganz am Ende dieser Entwicklung, eben wirklich das alles bis ins Physische hinein im Wachbewusstsein, im vollkommenen Wachbewusstsein haben. Das natürlich auch wieder anders sein wird als wir heute, aber wir, aber wir werden ganz wach sein, wir werden uns trotzdem unterscheiden können von der Welt als eigenständiges Wesen. Und leben das alles bewusst mit. Also wir leben unseren eigenen physischen Körper wachbewusst mit und wir erleben eigentlich auch den ganzen Makrokosmos mit bewusst. Und aus dem heraus, aus dem Bewusstsein heraus, werden wir aktiv dann. Also pff, da, ja, da wird man keine Bibliotheken mehr, alles das natürlich nicht brauchen, weil wir lesen in der Welt. Und, und, und sehen die Zusammenhänge. Ich, ich, ich möchte es nur einfach so deutlich herausstellen, wie, welche riesige Perspektive das, das ist, die auf uns wartet. Aber bitte, es wird nicht während der Erdentwicklung passieren, schon gar nicht jetzt während der jetzigen Inkarnation, in der wir drinnen stehen, sondern es wird am Ende des Vulkanzustands sein. Aber veranlagt, dass die Möglichkeit ist, ist, dass wir am... Anfang am alten Saturn diesen physischen Wärmeleib bekommen haben. Der hat die Anlage zu diesem Bewusstsein. Und der Weg geht nur dazu, dieses tief daraus Bewusstsein bis zu einem vollkommenen Wachbewusstsein zu erheben. Das ist, ist der große Entwicklungsweg. So, das scheint jetzt schon alles sehr kompliziert zu klingen, vermute ich. Ich empfinde es zumindest so, aber wir sind noch lange nicht am Ende, weil jetzt schon dieser alte Saturnzustand und in der Folge dann auch jeder andere kosmische Entwicklungszustand untergliedert sich. Damit es überhaupt funktioniert, muss der alte Saturn durch sieben große Lebensstufen durch. Lebenszustände nennt Rudersteiner Steiner auch, Runden heißen sie auch, sieben gewaltige Runden, und auf jeder dieser Runden werden, wie soll man das sagen, werden eigenständige geistige Wesenheiten geboren. Also im, im Grunde Urengel mit der heutigen Bezeichnung. Aber dort werden sie veranlagt. Auf jeder, in jeder dieser sieben Runden sind alles Vorgänger des Menschen. Sie alle arbeiten mit daran, dass dieser physische Wärmeleib, in dem sich unser physischer Leib eben vorbereitet, dass der seine, seine Form kriegt. Sieben große Runden geht das durch. Also die arbeiten alle daran. Und damit ist aber noch lange nicht aus. Wir haben also jetzt sieben Gruppen von, von, von Wesenheiten, die man alle als Urengel bezeichnen kann im Grunde. Die alle dort die ja Ich-Bewusstsein bekommen, die alle mitarbeiten an der ganzen Geschichte, vorbereitend, nachbereitend, die Zukunft vorbereitend, wie auch immer. Das sind die ersten sieben Ältesten. Weil sie haben zu tun mit unserer Menschheitsentwicklung, sie erleben ihr Ich-Bewusstsein, indem sie sich am physischen Wärmeleib des Menschen, den sie mitgestalten, mitbauen, an dem spiegeln, also sie sind ganz eng verbunden daher mit, mit dem Menschen. Und sie haben bis zum heutigen Tag einen sehr starken Einfluss auf den physischen Leib des Menschen. Also gerade eben auch die, die Urengel oder auch die zurückgebliebenen Urengel, die, die Rudolf Steiner, oder weil der Ausdruck kommt eigentlich aus dem Indischen heraus, die als Asuras bezeichnet werden. Das sind sozusagen die gefallenen Urengel. Warum Asuras im, im, im Indischen, im, im Sanskrit werden bezeichnet? Gibt es die eine Gruppe, die Hellen, sind die Suras, die Sonnengeister eigentlich, also, also die mit dem Lichtvollen etwas zu tun haben? Dabei gab es die Sonne in unserem Sinn damals noch gar nicht, aber es ist im, am alten Saturn, aber es wusste dass die Bezeichnung stammt heute halt aus viel späterer Zeit. Aber den Suras, den hellen Geistern sind entgegengestellt die Dunklen, die Asuras, also die nicht so ein starkes geistiges Licht haben. Und was haben die? Sie haben einen starken Einfluss auf unseren physischen Leib und sie haben auf der anderen Seite aber auch einen starken Einfluss auf unser Ich, insofern namentlich unser Ich eben den physischen Leib als Werkzeug braucht. Noch. Ich meine, wir müssen ja denken, unser, ich, unser kleines Ich-Bewusstsein, das wir jetzt haben, also das Bewusstsein, nicht das Ich selber, aber das Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, das wir haben, hängt sehr stark damit zusammen, dass wir uns heute am physischen Leib spiegeln. Und das bleibt. Das, das, das hängt immer damit zusammen. Ja, weil ich daher. Oft schon gesagt, es besteht ein enger Zusammenhang einerseits zwischen dem Ich-Bewusstsein und den Kristallkräften. Nur auf dem alten Saturn sind es noch nicht die Kristallkräfte, aber dort bereiten sie sich vor. Weil dort bereitet sich das Physische vor. Die Kristalle haben auch was mit dem Physischen zu tun. Nur da ist jetzt im, im, im festen Zustand. Auf dem alten Mond war das noch flüssig. Auf der alten Sonne gasförmig und am alten Saturn war es äh, Wärme, nur Wärme, aber die gestaltenden Kräfte waren die Ich-Kräfte. Waren Ich-Kräfte. Damals die Ich-Kräfte halt der. der Urengel, der heutigen Urengel, damals waren sie noch nicht Urengel, sondern da waren es gerade erst geborene geistige Wesenheiten, Aber sie haben daran gearbeitet, an dem physischen Wärmeleib und haben ihn dadurch bereits vorbereitet, dass er Werkzeug für unser Bewusstsein werden kann. Als physischer Leib sowieso das Transbewusstsein zu haben, das, das weiteste, aber dumpferste. Aber zum Schluss. Jetzt hier während der Erdentwicklung, also zum Schluss, in der Mitte eigentlich der Entwicklung, stehen wir ja, äh, uns so weit zu bringen, dass, dass unser Ich sich seiner selbst bewusst werden kann. Weil es ist halt noch immer äh, Unterschied, ein Ich haben und sich des Ichs auch bewusst werden. Dass wir uns auf unsere Art de, unseres Ichs bewusst werden, dazu brauchen wir den physischen Leib, so wie wir ihn heute haben. Die Uh, Urengel, die damals ihr Ich bekommen haben, sind sich auf ganz andere Weise ihres Ichs bewusst geworden, aber auch indem sie sich eben einem physischen Leib, der aber gar nicht ihrer war, sondern der, der für den Menschen vorbereitet wurde, dass sie sich von außen an dem spiegeln. Also nicht, indem sie sich inkarnieren, sondern indem sie das von außen umschweben und sich spiegeln und merken, wie jede ihrer Willenstaten in einer Veränderung, in einer Bewegung, in einer Umgestaltung dieses physischen Leibes, dieses physischen Wärmeleibes sich äußert. Das kriegen sie mit. Ah, das habe ich gemacht. Daran spüren sie sich. Innenleben, Geisterfüllung. Ich-Bewusstsein, in dem. Moment komplett finster, komplett weg. Sie wissen von sich nichts, sondern sie wissen nur, was von oben strömt. Und das nehmen sie dann als Willensimpuls mit. Und indem sie diesen Willensimpuls beginnen auszuführen, werden sie sich bewusst, ah, ich habe das getan. Aber sie haben es nicht getan aus ihrem freien Willen heraus. Sondern aus dem heraus, was sie in den Momenten der Geisterfüllung aufgenommen haben. Das impulsiert ihren Willen. Und wie gut oder schlecht das gelingt, daran erwachen sie eigentlich im Grunde. Da sie, sie merken sofort, hm, ist nicht ganz geworden, wie es sein sollte. Daher auch. Auch da von Anfang an, damit die Entwicklung so laufen kann, wie sie, wie sie eben läuft jetzt und zur Freiheit des Menschen führen kann, von Anfang an ist Unvollkommenheit drinnen. Es sind Fehler drinnen. Notwendig sogar. Weil äh, die, äh, die Urengel, also in ihrer damaligen Form, lernen gerade... Oder werden sich ihrer selbst bewusst an den Fehlern, die sie machen. Über ihren Willen haben sie über den Willensimpuls, also das, was, was gewollt wird, auf das haben sie eigentlich gar keinen Einfluss. Das kommt von oben. Es kommt von oben. Und sie spüren nur, ich muss das tun. Also wie aus einem, aus einem inneren Drang heraus, müssen sie es tun. Wollen es auch tun. Aber es ist kein freies Wollen. Aber Sie merken erst am Werk selber und wie gut es gelingt, merken Sie die Qualität Ihres Ichs. Da spüren Sie Ihr ja Ich. Ja, und das geht also jetzt auf diesem alten Saturn durch sieben, sieben solche Runden durch sieben Lebenszustände. Wenn man damit aber glaubt, äh, damit hätte man die Entwicklung dieses alten Saturn schon einigermaßen vollständig beschrieben, täuscht man sich. Jede dieser sieben Zustände, das, das, das sind nämlich Dinge, die sich äh, noch auf einer viel höheren geistigen Ebene abspielen. Sie müssen erst, wie soll ich sagen, heruntergebracht werden. Und dazu macht jeder dieser sieben Lebenszustände, geht durch sieben sogenannte Formzustände durch. Jeder. Es handelt sich jetzt also um dieselben sieben Wesenheiten oder Wesenheitengruppen, also sieben Arten von von Urengeln, die müssen aber jetzt sieben Formzustände durchmachen, um ihre Entwicklung voranzubringen und dabei eben immer auf neue Weise an dem physischen Leib des Menschen, an dem physischen Wärmeleib des Menschen zu arbeiten. Sieben Formzustände. Das sind die sieben Formzustände, die ich das letzte Mal zur Erklärung der der 24 Ältesten verwendet habe. Da habe ich mich ganz bewusst auf diese äh, sieben Formzustände äh, konzentriert. Äh, man kann das Ganze eben auch, auch betrachten aus der Perspektive der, der sieben Lebenszustände, kann man genauso, weil es sind trotzdem immer dieselben Wesenheiten, die durchgehen. Sieben Arten von Urengel sozusagen. Auch wenn es damals noch ganz anfängliche Engel waren. Aber Engels des Urbeginns. Sieben Gruppen gibt es, die einmal diese sieben großen Runden oder Lebenszustände durchmachen, und in jedem dieser Lebenszustände müssen sie jetzt durch sieben Formzustände. Und zwar steigen sie jetzt ab vom höchsten Geistigen, also von, von man könnte sagen, von der Ebene der schöpferischen aber noch nicht ausgearbeiteten Gedanken, wenn man es mit Menschen jetzt vergleichen will, irgendwo. Das ist diese Ebene, wo ich es letzte Mal gesagt habe, die nennt, nennt man mit einem indischen Ausdruck a -Rupa. Die noch ungeformten Gedanken, also der Impuls, äh, vergleichen wir es mit einem Künstlern, eine der Idee für ein Werk er will was darstellen er will ein blumenbild von mir was darstellen in dem also wirklich auch das wesenhafte dieser, dieser besonderen blumenarten herauskommt vielleicht sogar was spürbar wird von den elementarwesen die drinnen sind weil er was davon erleben kann aber er hat noch keine ahnung wie er das wirklich angehen wird aber er hat ganz stark also den impuls so etwas zu malen also das ist noch ganz ungestaltet, aber da steckt der schaffende, schöpferische Ich-Wille dahinter. Und jetzt geht er daran, das Werk anzugehen. Äh, mal ein bisschen zu überlegen, wie werde ich das gestalten. Also, äh, äh, moderne Künstler machen es manchmal auch so, dass den Farbkühl da überschütten. Ist dann, äh, das liegt in der Kunst des Künstlers, wenn man dann erkennt, dass das was mit Blumen zu tun hat. Aber, aber egal. Aber man kann es anders angehen. Also man macht sich ein bisschen einen Plan, wie werde ich das aufbauen. Dann geht es also jetzt von dem Ungeformten noch, also ganz schöpferischen, aber noch ganz unklaren Bild heraus, aus diesem Schöpfungskeim heraus, geht es jetzt in etwas Ausgearbeiteteres schon. also vom Ungeformten Zustand, vom, aber noch ganz schöpferischen in einen geformten. Ich fange an, es in Formen zu übersetzen. Ich sage, da wird die eine Blüte sein, da ist die andere in ein bisschen andere. Farbe nie aus, Es ist zwar dieselbe Art, aber da fällt das Licht anders drauf, da kommt mir was anderes entgegen. Die, die Samenfäden da drinnen leuchten mir anders entgegen, da, da sprechen andere Elementarwesen dadurch. Ich versuche das auszudrücken. Ich sage so ein gewisses geformtes Ding. Und das Ganze ist verbunden im nächsten Schritt jetzt. Aber das ist alles noch, bevor es wirklich an die Ausarbeitung geht. Stellt euch das jetzt nur als inneren Prozess vor. Der nächste ist, ich erlebe seelisch etwas dabei. Das ist ganz wichtig, eben um die Farben zum Beispiel hinzusetzen. Jede Farbe drückt eine bestimmte Seelenstimmung aus, weil ich an der Blume das erlebe. Die, die bringt meine eine entgegen und ich reagiere auch mit einer eigenen Seelenerregung drauf. Aber es ist nicht nur alles mein Gefallen oder nicht gefallen, sondern sie hat eine seelische Eigenart. Sie, äh, Blumen im Übrigen, also die, die Blüten sind ja Sprache der Seele in Wahrheit. Also pff, man, man könnte sagen. Dort, wo die, die, die Erde blüht, aufblüht, da spricht das Seelische der Erde durch. Da sieht man es. Sinnlich sichtbar. Man, man bräuchte eigentlich nur sich in die, in die Farben und auch, auch in die Formen bis zu einem gewissen Grad vertiefen, um dies, diese Seelenstimmungen zu erleben, was das, die Astralsphäre der Erde ist. Also einen, einen gewissen Teil davon erlebt man Dort da leben drinnen zum Beispiel die Elementarwesen und dergleichen. Die, die leben da drinnen. Also nur, nur diese Stimmung so intensiv erleben können und sie so bewusst fassen können, dass jetzt wirklich die einzelnen Wesenheiten anfangen, ja, zu mir zu sprechen drinnen. Es ist alles etwas, was jeder Mensch erlebt vielleicht oder fast jeder. Ich meine, manche gehen an allem vorbei, aber, aber die meisten Menschen erleben irgendwo in der Natur was also, mit ah eine schöne Wiese oder irgendwas erlebt man. Dass man dort etwas erlebt, das ist das Seelische. Das ist, weil nämlich in Wahrheit unser Seelisches und das Seelische da draußen nicht getrennt sind. Wir mischen nur natürlich unsere Egoismen hinein und sagen: Ah, die schöne Blume, die muss ich haben, die pflücke ich jetzt. Weil die gehört jetzt nur mir. Und dann habe ich aber kein Wasser, das bleibt, wenn ich dann noch Hause komme, bis dahin ist es vertrocknet vielleicht. Und, mm, ja, dann kann ich es vielleicht noch pressen. Aber da, im Übrigen, der Natur macht das nichts. Also im, im Gegenteil, die Natur liebt es. Also, also gerade ist der Reich des Lebendigen, wo, wo dies, die Wiesen geschnitten werden. Das, das ist ein Aufblühen der, der ganzen Elementarwesen dort. Das ist Befreiung. Das ist Befreiung. Ah, der Stoff fallt runter, wir sind frei. Also das ist eine absolute Wohltat. Das heißt nicht, dass man jetzt mutwillig eine Pflanze zum Beispiel ausreißen soll. Es ist schon ganz was anderes, wenn, wenn ich es mit der Wurzel ausreiße, herausreiße, dann leidet, dann leidet die Erde darunter, dann leiden die Elementarwesen darunter. Aber das, das Schneiden, vor allem wenn es reif ist, das, das ist, ist wunderbar, ein wunderbares Erlebnis in der Natur und eine Wohltat für, für die für die elementarwesen. Ja, aber eben in, in diesem Erleben, also was, was sich ausdrückt eben in, in den Farben, in den Düften, die ja auch bei den Blüten oft sehr sehr stark sind, aber auch, auch in den Formen, die drinnen sind, in den feineren außen drinnen, da steckt die ganze übersinnliche Welt drinnen. Ich muss nur im Grunde die, die intensiv genug ist zu mir sprechen lassen und das genügend stark ins Bewusstsein heben, dann, dann sehe ich den, im Grunde geistig den ganzen Hintergrund, der da ist, der dabei mitwirkt. Dann tauchen die Elementarwesen auf. Dann bin ich so weit, dass ich eben aus der Stimmung heraus diese Bilder, diese imaginativen Bilder malen kann. Ich selber muss sie malen. Und dann entsteht ein Bild des Elementarwesens zunächst einmal in meinem Bewusstsein und dann kann ich es vielleicht da irgendwie aufs, aufs Papier bringen, übersetzen. Aber ich, ich, ich übersetze dann dieses eigentlich übersinnliche Erlebnis, eben dieses Seelische, das in der Außenwelt wirkt, letztlich in ein sinnliches Bild. Oder ich schilder es in Worten. Auch da übersetze ich es ins Sinnliche, aber das mache ich. Dann schreibe ich vielleicht ein Blumenmärchen oder irgendwas. Und wenn ich es aus dem Erleben heraus schreibe, wird es richtig sein. Dann wird es wirklich das zum Ausdruck bringen. Also, das heißt, jetzt sind wir bei dem Zustand, zuerst haben wir den ungeformten schöpferischen Einfall, sagen wir mal, den Gedanken, da ist der Schöpferimpuls da, aber noch ganz ungeformt. A-Rupa. Rupa heißt im, im, im Sanskrit eben Form und A ist immer die Verneinung. A-Rupa, nicht geformt. Ist noch alles offen. Ich weiß zwar, ich will ein Blumenbild malen, aber wie, keine Ahnung noch. Ich will die Elementarwesen sichtbar machen, die drin sind. Wie, keine Ahnung. Aber ich habe eine sehr konkrete Vorstellung, geben, was ich herausbringen will, ohne noch zu wissen, wie. Dazu muss ich im nächsten Schritt gehen, ich fange an zu formen. Und in den Formen, in dem Farben geben, muss ich erleben, jetzt seelisch erleben, oh, welche Stimmungen sind da drinnen? Damit fange ich mir an, die Elementarwesen wirklich zu erleben, die, da, die, die dabei eine Rolle spielen. Das muss ich, muss ich erleben. Also nächste Stufe, ins Astralische hineinzugehen. Und wenn ich das dann habe. Dann ist der letzte Schritt, dass ich jetzt wirklich anfängt, die, die Farbe zum Beispiel auf die Leinwand zu werfen. Ich weiß, das kann natürlich alles in einem Zug auch erlebt werden. Aber es sind diese Schritte drinnen. Es wird jetzt also zur sinnlichen, äh, physischen Gestalt gebracht. Also es geht ins Physische. Also wir haben ungeformtes, der ungeformte geistig-schöpferische Impuls. Aus dem kann, kann, kann noch alles Mögliche entstehen. Es ist zwar, ja, Blumenbild mit Elementarwesen, aber wie noch ganz offen, noch völlig offen. Ich fange an zu formen, gehe also in den Rupertzustand. Ich spüre das ganze Seelische, ich gebe dem Ganzen Farbe. Das, vorher waren vor allem auch, also beim Formzustand, das, das Übergehen in die Form, aber Farbe. Duft vielleicht. Wie, wie mache ich das, dass ich im Bild sogar glaube, den Duft spüren zu können? Kann schon sein. Kann schon sein, weil, weil Farben eben auch, auch eine Beziehung zu bestimmten Düften haben. Also pff, heikel. Aber hohe Kunst, sowas zu spüren, einmal überhaupt. Es hineinzubringen. Also ungeformter, geformter Zustand, seelisches Erleben, also das heißt, ins, ins in den astralischen Bereich bringe ich es. Und dann zum Schluss wird es äußere Tat, äußeres Gestalten. Dann geht es ins Physische hinein. Bei uns sogar, wenn man mal, ins physische Stoffliche geht nicht anders. Aber dann, dann ist, 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 ist es das Bild, Bild fertig. So. Also, dasselbe spielt sich im Großen ab bei der, bei der Weltentwicklung, damit überhaupt etwas zur äußeren physischen Erscheinung kommen kann. Physische Erscheinung, wir haben bitte öfters schon gesprochen davon, physisch und stofflich ist nicht das gleiche. Also, das, genau das passiert nämlich bei diesen sieben großen Lebenszuständen, die sich jetzt wieder in sieben Formzustände untergliedern. Es geht immer dann vom ungeformten über das geformte ins seelische und dann ins physische, aber keineswegs immer bis ins stoffliche. Bei der Erdentwicklung ist es zum Beispiel jetzt so, dass wir nur im mittleren Lebenszustand also wir haben sieben insgesamt. Wir stehen jetzt im vierten drinnen. Im vierten, dieser vierte Lebenszustand, die vierte Runde der Erdentwicklung durchläuft natürlich auch wieder dieses, diese sieben Formzustände, vom ungeformten über das geformte, über seelische äh, bis zum physischen. Da wird jetzt auch... Stofflich. Das ist also namentlich Herrn Ariman und Konsorten zu verdanken, dass jetzt das Physische, das eigentlich genauso übersinnlich wäre wie alles andere, eben jetzt stofflich wird und, und am Stofflichen das Sinnliche erglänzt. Aber nur dieser mittlere Zustand der Erdentwicklung, das ist das, was die Physiker beschreiben können als physische Welt. Das heißt, unser ganzer Kosmos, so wie er jetzt ist, hat vorher aber schon vier große, äh, drei große Lebenszustände durchgemacht, die waren völlig übersinnlich, ohne physische Materie. Und erst im vierten Lebenszustand, in der vierten großen Runde, dem kann man zuordnen, das, was heute die Naturwissenschaft beschreibt weil da dann eben auch das Stoffliche hineinkommt, da wirken die Arimanischen Kräfte hinein, die, die schlagen da besonders zu. Und wenn jetzt dieser physische Zustand erreicht ist, seinen Tiefpunkt oder Höhepunkt erreicht hat, wie immer man es nennen will, also wo das Physische die Form am stärksten... Die physische Form ausgearbeitet ist, dann fängt an, das sie wieder langsam aufzulösen. Das Physische vergeistigt sich wieder. Also zunächst einmal verseligt es sich, könnte man sagen, es geht ins Seelische wieder über. Aber es hat eine andere Qualität als das Seelische, aus dem es entstanden ist. Weil durch den Durchgang bis durchs Physische und jetzt bei der Erdentwicklung sogar durch Stoffliche, da ist ja unheimlich viel passiert. Da haben unheimlich viele geistige Wesenheiten miteinander gearbeitet, sind in Konflikt miteinander gekommen und so weiter. Und das lebt jetzt in der Seelenwelt auf. Also es war in der Seelenwelt, es geht durch, durchs Physische. Durch den physischen Formzustand, da, da passieren alle möglichen Ereignisse und es geht jetzt wieder in einen seelisch-astralischen Zustand über. Aber der ist ein anderer als der, der vorher da war. Eben bereichert um all die Erfahrungen, schmerzliche oder gute Erfahrungen, die drinnen sind, das steckt jetzt drinnen. Und von dort steigt es wieder auf zu einem... Geformten Geistigen, also das heißt, das, das, das Seelische löst sich einmal weg. Es wird, wenn man so will, ein reiner geformter Gedanke, wenn man es mit Menschen vergleichen will, aber der steht jetzt auf einer höheren, viel höheren Stufe als der, der am Anfang dort war. Also, wo, wo es aus dem ursprünglichen, ungeformten, schöpferischen in einen geformten Gedanken äh, Gestaltet wurde. Man könnte sagen, ja, jetzt ist, hat der Künstler das Werk geschaffen, jetzt nimmt das Werk seinen Weg in die Welt. Na, no, da geht es erst so richtig los. Was passiert denn da? Was, wenn Menschen das sehen, Menschen mit dem, mit, dem, mit dem Arbeiten, dann arbeiten sie eigentlich daran, im Grunde das geistig wieder aufzulösen, in, ein, in eine höhere Ebene zu heben. Ich meine, indem sie das, das Bild jetzt rein sinnlich, physisch einmal anschauen, äh, nehmen sie etwas mit in ihr Seelisches. Ihr Seelisches formt sich danach und das geht irgendwann in, in die, ins Weltseelische über. Also den, den Weg geht es durch. Daher äh, das, das Kunstwerk, das viele Menschen betrachten mit offenen Sinnen, mit offenem Herzen, etwas wirklich erleben dabei, die heben das alle auf eine ganz andere Ebene, als, als, als es die ist, aus, aus der es entstanden ist. Das ist sozusagen fast wie, wie nur, nur der, der erste Keim zu dem, was sich dann entfaltet. Da hat der Künstler das Werk schon ganz fertig gemacht. Ist alles fertig schon. Aber jetzt kommen die Menschen, die das wahrnehmen, die das erleben, die vielleicht sogar nur mehr Erzählung davon hören, weil das Bild verschollen ist. Und trotzdem, es gibt eine gute Schilderung noch davon, oder es gibt vielleicht eine, eine Abzeichnung davon, oder irgendwas. Und sie beschäftigen sich damit. Sie bilden sich eigene Gedanken dazu. Sie erleben seelisch was dazu. Also ganz was anderes. Das heißt, und das alles gehört zu dem Impuls aber dazu. Das heißt, das, das, das Bild fängt an, das physisch gewordene Bild fängt an, seelisch zu werden. Und bedeutet etwas in der Seelenwelt. Und wird geistig so klar wie ein geformter Gedanke. Das, das heißt, wie sprechen die Formen darin? Und schließlich wird es zu einem schöpferischen Impuls. Aber das ist jetzt was Neues. Das geht weiter und in einer nächsten... Lebensstufe, was wieder durch alle diese sieben Formzustände durchgeht, ist das ein schöpferischer Impuls, der dort am Anfang steht. Dieser A-Ruper-Zustand, dieser A schöpferische Blitz sozusagen, der kommt, aber das heißt, man sieht, der kommt nicht so ganz von ungefähr. Da war vorher was. Es wird nachher nicht wieder dasselbe Bild rauskommen, sondern aus dem wird ganz was anderes dann. Es, es verwandelt sich. Aber dadurch, dass vorher dieses Bild geschaffen wurde, wird aus dem vielleicht jetzt irgendein Naturwesen draußen, irgendeine neue Pflanzenart vielleicht, zum Beispiel. Nur dadurch, dass ein Maler das gemalt hat und, und mit dem Bewusstsein, da sind Elementarwesen drin oder vielleicht gar nicht einmal bewusst sich dessen war. Aber wenn er ein guter Maler ist, spürt er sie trotzdem drinnen, ohne es. vom Kopfbewusstsein zu wissen, aber es liegt in seiner, De in seiner Arbeit drinnen. Er spürt es. Ja, jetzt wird es vielleicht eine neue Pflanzenart draußen. Nicht, weil er sie gemalt hat. Diese, die entsteht schon neu. Aber er ist so eingetaucht in das Pflanzenschöpferische, dass dann tatsächlich in der nächsten Runde in der Natur sowas entsteht. Und die, die nächste nächste Runde noch wir stehen also jetzt wirklich in der physischen im physischen Formzustand drinnen in unserer Runde und wir stehen sogar im physisch-stofflichen drinnen es wird vergeistigt aber dann kommt eine, eine nächste große Runde ein nächster großer Lebenszustand der geht wieder durch durch sieben Formzustände und da wird es auch eine Natur geben die wird anders sein die wird teilweise gar nicht mehr stofflich sein, da bereitet sich schon etwas vor vom neuen Jerusalem bzw. vom künftigen Jupiter. Eine Natur, die eben auch im dichtesten Zustand nicht mehr zu vergleichen ist mit unserem stofflichen, wo schon was Physisches da ist, aber ein übersinnlich Physisches. Weil nur der mittlere Zustand der Erdentwicklung wird wirklich ein physisch stofflicher sein oder ist ein physisch stofflicher. Das ist der, in dem wir jetzt drin stehen. Und der, der wird verschwunden sein in, schon in der nächsten großen Runde, im nächsten großen Lebenszustand. Da geht es zwar auch wieder durch ein physisches Durch, weil er ja durch die sieben Formzustände durchgehen muss, aber. Dann wird dieses Physische nicht mehr stofflich sein. Bis auf den kleinen Rest, den sich die soratischen Kräfte, die arimanischen Kräfte, die asurischen Kräfte abzweigen und das im physisch Stofflichen halten wollen. Und das wird ihnen zum Teil gelingen. Das heißt, es wird also dann als ein sehr, sehr Merkwürdige Welt sein, die nächste Runde unserer Erdentwicklung, wo die eigentliche Erde physisch zwar mal da ist, aber eigentlich übersinnlich ist. Und dann ist so ein hoffentlich kleiner physischer Klumpen, der diese gar nichts stofflich. Realisierte, sondern übersinnlich physische Erde, was ich nicht, umkreist oder wie auch immer. Jedenfalls, wo dort alle verbannt sind, die heute die halt mit den Widersachern mitgegangen sind. Das heißt, es wird den, den, das eigentliche neue Jerusalem geben oder dann, äh, äh, das ist nämlich schon eine Vorstufe, das heißt, da fängt schon Aber bitte, das ist jetzt, die zählen wir mal mit, wir haben. Sieben Lebenszustände, wir sind jetzt im mittleren, im vierten, gehen durch die sieben Formzustände, kommen dann in den fünften Lebenszustand. Da wird es schon so sein, dass die Erde nicht mehr bis zum Stofflichen geht. Sie wird zwar bis zum Physischen gehen, aber nicht bis zum Stofflichen. Stofflich wird nur im Derb Bereich bleiben, den sie die, die finsteren Widersacher geschnappt haben. Die lassen das nicht aus. Die wollen eben das, das Geistige im Prinzip bis zum Materiellen verdichten und in dem halten. Aber der Rest, also das heißt schon in der weiteren Erdentwicklung, wird ganz anders sein als das, was wir jetzt kennen. Und so geht es jetzt Schritt für Schritt weiter, weil jetzt sind wir also im, im fünften Lebenszustand, dann also nach unserer jetzigen Stufe, und dann kommt nur der sechste und der siebte Lebenszustand. Jeder geht wieder durch sieben Formzustände durch. Das heißt, da wird alles noch einmal verwandelt und weiterentwickelt. Und damit wird vorbereitet dass dann der neue Jupiter entstehen kann, aber da ist schon sozusagen ganz stark gearbeitet, dass das jetzt am Anfang von diesem neuen Jupiter, dass da der große, wie soll man sagen, göttliche Schöpferimpuls im ungeformtesten Zustand da sein kann. So wird der neue Jupiter. Das ist aber jetzt schon alles veranlagt. Nur kommt dann natürlich, wenn, wenn dann das, der neue Jupiter da ist, in jeder Runde von den sieben, die dort auch wieder durchgemacht werden, kommt nur zusätzlich immer wieder was dazu und wird erweitert. Und wenn dann dieser, dieser neue Jupiter ganz durch ist, dann ist er vollendet. Dann geht es in die nächste große planetarisch-kosmische Entwicklungsstufe, dann geht es zur neuen Venus hinüber. Und, und eben das neue Jerusalem, kann man sagen, fängt eben im Grunde jetzt hier schon an, bereitet vor ganz wesentlich, dass dann dieser neue Jupiter in seiner, seiner charakteristischen Gestalt entstehen kann. Und was Johannes hier schildert mit dem neuen Jerusalem, ist aber genau diese, dieser, dieser Weg dorthin. Aber der fängt schon jetzt während der Erdentwicklung an. Und vollendet sich dann am Ende des, des neuen Jupiters. Und das kann ich jetzt euch überlassen, wo ist der Unterschied zwischen. Zwischen neuem Jerusalem und Neuen Jupiter. Es ist ein gleitender Übergang im Grunde. Es ist das Neue Jerusalem eine Vorbereitung für den, für den äh, neuen, neuen Jupiter, aber so, dass ganz wesentliche Züge da schon vorbereitet sind. Und vieles, was er beschreibt, wird dann gerade erst so richtig zur Blüte kommen auf dem. Auf dem auf dem neuen Saturn, was er so in zarten Bildern andeutet. Ich meine, wenn ihr jetzt das hernehmt, was ich euch da versuche zu schildern und aus dem entnommen, auch, was Rudolf Steiner da geschrieben hat und, und wo man sieht, da gibt es aber noch unendlich viel dazwischen dazu zu sagen, was bis jetzt noch nicht gesagt wurde. Aber das steckt da auch alles in Wahrheit drinnen, nur noch vagere Weise, im noch ungeformteren Zustand. Weil Es ist, es ist auch hier bei der Apokalypse, können wir das ver verfolgen, da ist ein, ein geringer Teil davon ist bis zu dem, wie soll ich sagen, physisch durchgeformten, was im Text jetzt wirklich in Form der Buchstaben da drinnen steht. Aber das ist auch gekommen in Wahrheit. Das ist nämlich bei jedem einzelnen Menschenwerk ist es genauso. Es ist im Großen so, und es ist im Kleinen so. Es geht durch das durch. Aus, dem, aus der schöpferischen Idee, nennen wir es einmal so, die aber noch ganz ungeformt ist, dann wirklich zum, zum ausgeformten Gedankengebäude, wie das alles sein soll, mit dem seelischen Erleben, das dabei ist, und dann wirklich es in die Form bringen, also in die physische Form es zu bringen. Und dann. Nächster Schritt, das alles wieder aufzulösen. Als wichtiges, wichtigen Samen, Dünger sozusagen für die nächste Zukunft. Weil dazu ist notwendig, dass das alles wieder verschwindet. Das war erst die erste Ausgabe des Werkes. Dann sagt man, ich habe gelernt daran, weg damit. Ich male das, das Werk noch einmal, aber jetzt richtig. Wie sie ja oft Künstler machen, also an einem, an einem bestimmten Thema, das sie besonders interessiert, das meinen sie immer wieder, immer wieder. Das ist eigentlich dieser Durchgang immer wieder durch solche Runden, um es noch mehr dem, dem entsprechend zu machen, was als ungeformter Impuls zuerst da ist. Weil wenn man wirklich Ganz mit dem Ich-Bewusstsein dabei ist und sich beobachtet als Künstler, was gar nicht leicht ist, aber sich beobachtet in seinem Tun und dann aber genau weiß, noch nicht, noch nicht ganz das, was, was in dem umgeformten Impuls drinnen steckt. Da fehlt noch was, da ist noch was nicht richtig dran. Und daher irgendwann weg, neu anfangen, ja, vielleicht wird es auch aufgehoben. Ist, ist egal, aber er macht es auf jeden Fall neu und es kommt, kommt ach, jetzt, jetzt ist noch etwas von dem drinnen, was in dem Ungeformten ist. Und so kann das ein paar Mal durchgehen. Und irgendwann ist halt die ganze Serie fertig, das perfekte Werk von mir ist fertig, aber das vergeht auch. Und dann fängt es ja so richtig zu wirken an. Also so Kompliziert läuft die Weltentwicklung. Im Großen wie im Kleinen. Weil wir machen auch, wenn wir uns entwickeln im Kleinen, wir machen auch diese Stufen durch. Immer wieder. Wenn wir was, wir haben irgendeinen Impuls, da blitzt was auf und ich weiß, das will ich machen, das muss ich machen. Ich weiß aber noch gar nicht wie. Dann muss ich mal schauen, dann mache ich mal Pläne, oder das ist auch noch nicht so wichtig, aber irgendwann greift es dann und ich kann es in eine gewisse Form bringen. Ich kann es wirklich mit Seele erfüllen. Ich fange jetzt erst so richtig zu spüren an, was da los ist, weil zuerst ist nämlich der geistige Impuls. Weil oft sagt man ja, ich habe ein Gefühl, eine Stimmung, aus der heraus mache ich das. Aber dahinter steckt der geistige Impuls in Wahrheit. Sonst wird da gar nichts daraus. Das ist eben der Unterschied. Ich meine, es gibt, ihr, ihr wissen, man hat einen Affen malen lassen oder so. Und, und das sind sehr expressive Bilder oft. Das kann man wirklich an die Wand hängen, kann man oft nicht unterscheiden, hat das jetzt ein moderner Künstler oder der, der Affe gemacht. Nur, der hat keinen geistigen Impuls, also jedenfalls nicht aus seinem Ich heraus, weil ich weiß, er hat was Ich Ichhaftes, sogar so, so Ansätze dazu. Aber es ist ganz stark eben gerade die, die Farben und so. Aus seinem seelischen Erleben heraus. Das, das ist, ist richtig. Aber, aber dass er jetzt bewusst einen geistigen Impuls hineinlegen würde, das kann er nicht. Das kann er nicht. Aber trotzdem schaut es eigentlich so aufs erste, oft denke ich mal, weiß nicht, wenn daneben ein modernes Kunstwerk hängt, den Unterschied muss man meistens dazu schreiben. Aha, hat Affe gemalt, hat Künstler gemalt. Ja, Wird ja auch wirklich dann ausgestellt, auch also. Naja, ich will mich damit gar nicht lustig machen darüber. Ich meine, das ist, ist ja ein notwendiger Schritt ja gewesen, dass, dass, dass die Kunst sich auch einmal von dem ganzen geformten, physisch, sinnlich bis ins kleinste Detail durchgeformten löst und das auflöst. Und so, nicht, ich will mein nicht der Vase, wie es da steht, oder der Blume, wie es da steht. Ich, das ist pf, patsch, Das ist bei mir die Blume. Er kennt zwar vielleicht keiner draußen, dass das jetzt die Rose im Garten ist, aber trotzdem, er erlebt es, er weiß, das ist die Form und patsch, da drin ist das, das nächste. Das ist es. In, in der, weil das eigentliche Kunstwerk besteht in der Tätigkeit, im, im Malen. Das, das Bild, das Fertige, das ist eigentlich nichts. Ja, das ist auch wertvoll für die Galeristen und dann kann man es teuer um Millionen kaufen, vielleicht, wenn es ein berühmter Künstler ist. Aber das ist nichts. Das ist, das ist der vergängliche Staub im Grunde. Was wesentlich ist, ist, dass die Bewegung, Patsch, da ist und dass der Zuschauer, der, der Betrachter des Bildes etwas von dem erfasst. Dass der seelisch. Er sieht die äußere Form, er sieht die Farben, jetzt kommt seelisch was in, in Bewegung. Und vielleicht kommt er irgendwann einmal dazu, zu Erleuchtung, Pa, Der geistige Impuls steckt dahinter. Und der führt aber jetzt nicht in die sinnliche Welt: aha, ja, eine Rose kenne ich ja aus meinem Garten, ja, schön getroffen. Fotografieren kennt man es eigentlich auch, das wäre das Gleiche. Nein! Da ist drinnen jetzt vom Sinnlichen im Grunde schon fast befreit, aber die Gestaltungsbewegung, die drinnen ist, die, die Lebensbewegung, die drinnen ist, die Tätigkeit der, der Elementarwesen. Ja, das kann drinnen sein. Ich meine, es kann auch einer blöd irgendwas hinschmieren und, und da lebt gar nichts drin, außer seine Blödheit. Und Verzeihung ist jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, aber, aber äh. Es geht, weil wo geht der Schritt hin? Ich meine, irgendwann, natürlich wird das noch lang dauern, aber irgendwann werden wir im wenn wir als Menschheit so weit sind, vor allem dann, wenn wir nicht mehr verkörpert sind, dann werden wir uns die Bildergalerien nicht mitnehmen können. Jedenfalls nicht als äußere Bilder und nicht als sinnlicher Eindruck, sondern dann wird es darum gehen, dass wir ganz in der geistig-seelischen Bewegung drinnen leben können. Und aus dem heraus dann zum Beispiel in die Natur schaffend wirken, wenn wir gar nicht mehr verkörpert sind auf Erden. Und da werden wir fleißig als Künstler arbeiten in der Natur. Weil wenn wir nicht mehr physisch erscheinen, wird trotzdem die, die Erde nur eine ganze Weile physisch stofflich da sein. Da wird sie was tun. Und wir werden die Erde zum Kunstwerk machen. Wir werden arbeiten an dem neuen Jerusalem. Durch die ganzen Runden, die noch kommen dann. Also wir sind jetzt in der mittleren, in der vierten Runde. Da kommt noch die fünfte, die sechste und die siebte. Und da werden wir umrühren. Wir werden sogar also während der ganzen Formzustände noch umrühren, wo die Erde immer noch physisch, brav physisch ist, die Natur brav, physisch, ja sogar stofflich ist, wie schon lange nicht mehr. Aber wir werden arbeiten. Im, 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 Im Geistigen hinten, im Seelischen dahinter. Und dadurch werden neue Naturformen entstehen und dadurch wird in der nächsten Runde, das heißt im nächsten Lebenszustand, da ist alles Äußere, physische, stoffliche, alles schon weg gewesen, es ist alles verdunstet wieder bis zum, bis zum Arupa-Zustand im Grunde, also bis aufgelöst ins, ins rein Geistige im Grunde und dann kommt. Eine neue Natur. Ein neues Jerusalem. Teil 1 sozusagen. Und dann geht die, wird die ganze nächste Runde wird schon neues Jerusalem Teil 1 sein. Abgesehen von dem, was halt ausscheidet mit den, mit den Widersachen. Was sie dort, dort verfestigt. Und das ist erst dann der fünfte, die fünfte Runde. Und dann kommt die sechste und die siebte. Und dann Sprung. Neuer Jupiter. Jetzt diese Ausarbeitung dessen, was da veranlagt wurde in, in, der, in der großen Dimension sozusagen. So. Jetzt habe ich euch einmal so einen, einen Grundriss gegeben des Ganzen, Und weil das ganze Spiel läuft also ab. Wir haben ja begonnen mit dem alten Saturn, das ganze Spiel läuft ab auf der alten Sonne. Sieben Lebenszustände, die, von denen jeder durch sieben Formzustände durchgeht. Dort sind es die heutigen Erzengel. Die eine wesentliche Rolle spielen und wieder sie hängen damit zusammen, dass jetzt dort dieser physische Leib, der jetzt schon ein Luftleib ist auf der alten Sonne, dass der auch belebt wird. Dass, dass da auch Leben drinnen entsteht. Es entsteht also ein, ein, ein lebendiger, lebendiger Luftleib. Auf der alten Sonne und, und, und auf, auf dem alten Mond entsteht ein beseelter, wässriger, physischer Leib des Menschen, obwohl es den Menschen als Ich noch gar nicht gibt, aber seine Leibeshüllen sind vorbereitet. Und dann, hurra, auf der Erde geht es einmal durch drei Lebenszustände durch, die alle übers komplett übersinnlich sind, auch wenn sie bis ins Physische gehen, aber eben nicht ins Stoffliche. Drei völlig übersinnliche Zustände, ich möchte nicht wissen, wie viele da draußen Welten sowas gerade durchmachen, die man physisch überhaupt nicht sehen, selbst mit den größten Teleskopen nicht, weil sie im äußerlich sie nicht zeigt. Äh, aber dann geht es also jetzt durch, durch diesen alten Mondenzustand, durch wieder, also durch sieben, sieben Lebensstufen, durch jede, durch, durch, durch sieben Formzustände. Keine davon zu einem so dichten materiellen wie es jetzt ist, aber es fängt schon an, weil die arimanischen Wesenheiten fangen schon an zu wirken ab der alten Sonne. Also es kriegt schon wirklich auch stoffliche Einschläge im, im, im dichtesten Zustand. Also sieben, sieben Runden durch bei der alten Sonne, sieben Formzustände beim alten Mond genauso, sieben Runden durch jede sieben Formzustände durch. Und dann fängt die Erdentwicklung an. Und dann drei Lebensstufen, alle durch die sieben Formstufen durch. Und die vierte, da stehen wir jetzt drin. Und da stehen wir im physischen, physisch-stofflichen Formzustand. Das ist der Jetzt-Zustand. Und alles, was vorher ist, sind die Vorgänger, das, das, weil dort haben immer gewirkt, eben... Die jetzigen Urengel, auf der alten Sonne, die jetzigen Erzengel, die mit dem ganzen Gebilde verbunden waren und ihr Ich-Bewusstsein dadurch bekommen haben, dass sie auf der alten Sonne den belebten physischen Leib, der für den Menschen gedacht ist, sich an dem erlebt haben. Und auf der alten Sonne sind es die jetzigen Engel, die sich an dem physischen, belebten, beseelten. Leibeshüllen, die für den Menschen vorgesehen sind, sich selbst erlebt haben und damit Erfahrungen gemacht haben. Das, rechnen Sie das jetzt zusammen, es sind sieben Wesenheiten auf, auf, auf dem alten Saturn, sieben Eben durch alle Lebensstufen durch, die dann alle diese sieben auch wieder durch die sieben Formzustände natürlich durchgehen. Daher ist es wurscht, ob es die sieben Zahlen jetzt von den Formzuständen oder von den Lebenszuständen ableitet. Das ist ganz egal, weil es dann die Wesenheiten, die durchgehen. Und also es sind nicht sieben mal sieben Wesenheiten dann, sondern es sind sieben, sieben Gruppen am alten Saturn. Am alten Saturn und die sieben Gruppen, jede dieser Gruppen geht durch, durch die sieben Formzustände. Und, und wir haben hier also jetzt also sieben Wesenheiten, die eng mit der Menschheitsentwicklung, nämlich mit der Entwicklung der Leibeshüllen des Menschen, physischer Leib zuerst am alten Saturn, Ätherleib äh, auf, auf der alten Sonne, Astralleib auf dem alten Mond. Überall sieben, sieben Wesenheiten, sieben Gruppen von Urengeln auf, auf dem alten Saturn, sieben Gruppen von heutigen Erzengeln auf, auf dem alten Sonne und sieben Engelgruppen auf dem alten Mond. Und jetzt während der Erdentwicklung, wir stehen ja in der vierten denn im vierten Lebenszustand und dort sogar jetzt im vierten Formzustand, da sind auch noch jetzt in der ersten Runde, zweite Runde, dritte Runde, sind noch einmal drei Gruppen von Wesenheiten uns vorangegangen. Die sind, ja, verspätete Engel, frühe Menschen kann man so schwer sagen sie sind nicht die eigentlichen Menschen die, die wir jetzt sind die schon voll zur Freiheit veranlagt sind aber man könnte sie als Engelartige Menschen oder irgend sowas bezeichnen die Freiheit kommt erst im vierten vierten Runde und dort wirklich im vierten Formzustand also gerade dort auch wo wir jetzt wirklich sogar ins physisch Stoffliche hineingehen da mit meinem vierten, das ist die vierte Runde und in der vierten Runde im physischen Formzustand. Aber der ist jetzt eben auch stofflich. Der ist auch stofflich. Und da wird die Freiheit entwickelt. So richtig voll und ganz. Und so geht es jetzt in die Zukunft weiter. Das heißt, es werden natürlich jetzt auch schon während der Erdentwicklung, vielleicht können wir das auch irgendwann besprechen, ist ein sehr spannendes Thema, weil nach der vierten Runde kommt eine fünfte, eine sechste, eine siebte und dort werden sich auch Wesenheiten entwickeln. Was sind denn das für welche? Das wäre jetzt nicht mehr erzählen wenn man es aufheben. Aber dort entstehen auch geistige Wesenheiten, Ich-Wesenheiten, die natürlich auch mit der Menschheitsentwicklung stark verbunden sind. Aber ähm, ja, und, und so und so weiter. Da tauchen welche auf schon. Da, da, da ist schon was, kündigt sich schon was an. Weil auch während unserer vierten, jetzt kündigen sich schon, schon Wesen an. das ist, weil ist Man kann auch das nicht nur nicht zu schematisch nehmen, aha, so, zack, jetzt ist die Runde aus, jetzt kommen die nächsten. Dann zack, zack, zack. Es gibt viele Überschneidungen. Und es ist vieles, was, was für die Zukunft gedacht ist, wirkt, fängt jetzt schon an zu wirken. Also das heißt, es ist noch komplexer, das heißt, man darf es nicht so als starres Schema sondern da gibt es x Überschneidungen noch und, und etwas, was in Wahrheit erst später so richtig kommt, bereitet sich schon früher vor, ist schon im Ansatz da. Das ist, ja, die Zeit ist fortgeschritten, bevor sie noch weiter davon rennt, wenn wir mal halt machen, würde ich sagen. Ich wollte euch damit meinen ersten Eindruck geben, dafür, wie komplex die Weltentwicklung ist. Und das steckt nämlich nur in diesem zweiten Ausdruck, die 24 Ältesten. Ich meine, Rudolf Steiner hat jetzt ein großes Gebäude daraus also geschildert. Und das ist, und darum habe ich schon das letzte Mal gesagt: ich komme an die Grenzen, es fassen zu können. Weil da sind dazwischen auch noch so viele Dinge zu entdecken, so, so viele Fragen, die auftauchen, wo man merkt: Aha, ja, gut, das ist ja, jetzt habe ich mal einen Überblick. Das ist eine grobe Landkarte von außen, aber da tut sich ja extrem viel, es muss sich tun noch drinnen. Das fängt einem dann immer mehr anzuspringen an. Ich meine, das ist im Übrigen auch so ein Weg, wie dann halt wirklich Geisteswissenschaft einmal wirklich funktionieren könnte. Das heißt nicht, dass, dass, dass ich jetzt äh, tausende äh, Geistesforscher vom Range eines Rudolf Steiner brauche. Das wird nicht funktionieren, genauso wie es in der Naturwissenschaft auch nicht nur die großen Genies gibt. Äh, das sind wenige, aber trotzdem können die anderen wichtige Sachen entdecken, ausformulieren und, und finden. Und wenn man nur betrachtet das naturwissenschaftliche Feld, wie viel da noch zu entdecken ist. Jetzt es nimmt aber, wie gro groß das Feld in Wirklichkeit ist. Weil, weil das, was man physisch stofflich erforschen kann, das ist nur der, der stofflich gewordene Teil des physischen Formzustandes unserer Erdentwicklung. Also in der mittleren vierten Runde, wo wir jetzt drin sind. Alles andere kommt dort gar nicht, gar nicht einmal irgendwie vor. Und das heißt, ein wirkliches Verständnis für das Weltgestehen wird man aber nicht kriegen, wenn man zumindest einmal einen gewissen Überblick über das Ganze hat. Und dann mit der Zeit halt immer mehr Details auch auffindet und eben vor allem auch in dem Rahmen, wo wir jetzt drinnen stehen, was da für uns Bedeutung hat. Weil da sieht man, da ist hinter dem sinnlich-stofflichen, äh, steckt so viel Übersinnliches, was da ist, aber was wir erforschen können. Das ist immerhin noch leichter als zu erforschen, was ein Vulkanzustand sein wird. Der ist noch viel schwieriger. Und, und was danach oder abseits davon ist, das ist überhaupt jegliche Beschreibungsmöglichkeit, weil das ist ein Neuanfang. Da können wir nur sagen, wir werden dabei sein. Da müsste man uns schon ganz blöd auf, aufführen, dass man alle zu den soratischen Wesenheiten gehen. Gut, dann ist uns nicht zu helfen. Dann ist aber diese ganze riesige Entwicklungskette oft für die Katz gewesen, im Grunde. Nein, das ist jetzt. Nichts gegen die Katzen gesagt. Ja, also, aber das ist, ist halt ein bisschen ein Eindruck, was da hängt. Also, wir werden auf dem Hintergrund uns jetzt dann das nächste Mal wieder ein bisschen weiter beschäftigen mit dem Text der Vielleicht, wenn, wenn es noch Unklarheiten gibt oder Erfahrungen, bitte schreibt was in den Kommentaren oder schickt es mir E-Mail, e ich werde versuchen, das, das einzubauen. Weil es ist wirklich wahnsinnig komplexes Thema. Und ich, ich konnte natürlich jetzt heute auch nur einen groben Überblick einmal geben über das Ganze. Aber ich hoffe, es ist rausgekommen, das Grundprinzip, wie das funktioniert und wie vor allem die Engelwesenheiten mit uns zusammenhängen. Also die Engelwesenheiten von den Urengeln, Erzengeln bis zu den normalen Engeln. Unter Anführungszeichen, wie die mit uns zusammenhängen und warum die eben als die ältesten anzusehen sind. Letztlich als die 24 ältesten. Also, also eben die sieben vom, vom Saturn, die sieben äh, Gruppen vom, vom, von der alten Sonne, die sieben Gruppen vom vom alten Mond und dann die drei Gruppen, die sich noch entwickelt haben, jetzt während der Erdentwicklung in der ersten, zweiten, dritten Runde, wo man schon, sagen wir, also Engelwesenheiten, Menschenwesenheiten, Menschen, ja, es ist, es, es ist was anderes, es sind nicht die Menschen, wie wir jetzt sind. Es sind aber auch nicht die Engel, wie sie erst am im, im, im alten Mond waren. Also es ist ist was dazwischen. Das ist schon, schon ein, ein großer, großer Schritt, das, das zu erkennen. Wo gehören die eigentlich hin? Also, weil diese ganzen Schemata sind halt alle Krücken. Aber man darf sie nie zu starr nehmen. Man denkt sich, ja, okay, das, das weiß ich jetzt, aha, sieben, sieben Lebenszustände, sieben Formzustände, zack, 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 da geht das alles durch, die Wesenheiten dazu. Ja, stimmt, aber da gibt es noch viel mehr zu sagen dazu. Das ist immer noch, obgleich so kompliziert und verwirrend schon ist, ist, ist es immer noch ein grobes Raster für das Ganze. Und und es tauchen dann eben Fragen auf. Ja, wie ist denn das? Zum Beispiel bei der Erdentwicklung: Erste, zweite, dritte Runde. Aha, waren das alles wir? Oder wenn es dort sieben Gruppen gibt, wie schaut denn das da aus? Aha, jetzt gibt es sieben Gruppen von Menschen? Oder, oder aha, ja, irgendwie ja. Aber wie unterscheiden sie sich? Und, und so weiter. Ich meine, das sind entscheidende Fragen, aber. Das sind die, die Fragen, die sich ein Ich-Mensch, also das heißt, der sich seines Ichs bewusst werden will, stellen muss irgendwann. Also das wäre jedenfalls ein Ziel der Geisteswissenschaft, eben, eben da noch ganz andere Perspektiven aufzutun. Und wir, wir müssen auch vollkommen weggehen von dem. Ach, jetzt will ich endlich einmal die ganze Geschichte wissen. Bitte von mir aus sch schreibt man es in zehn Bücher oder in 300 Bücher oder in 350, wie es jetzt etwa, oder es sind glaube ich schon ein bisschen mehr, es sind schon fast 400, Das es gibt vom Steiner. Aber dann bitte Ende. Dann Ende aus und das muss doch alles gewesen sein. Nein, es ist nie alles. Selbst im Kleinen nicht und, und dann natürlich in der Größe, in der Zeitdimension nach hinten und vorne auch nicht. Und jede Generation, geradezu, auch jede Generation von Geistesforschern, wird neue Perspektiven dazu entdecken. Wird Altes, was vielleicht noch nicht so genau gesehen wurde oder ein bisschen schief gesehen wurde, korrigieren können. Auch in der Geisteswissenschaft. Rudolf Steiner hat das so oft betont: auch da kann es Irrtümer geben. Er hat gesagt, das ist nur etwas sicherer, weil, weil eben äh, beim, gerade beim modernen äh, imaginativen Schauen man mit dem vollen Bewusstsein dabei ist. Das heißt, schon äh, im, wie soll ich sagen, des Prozesses des geistigen Schauens bin ich tätig dabei. Es ist interessant. Und gerade dadurch kommt aber die Sicherheit. Dadurch kommt die Sicherheit. Und keiner braucht glauben, dass der, der aha, ja, naja, das ist jetzt Willkür. Was, einer macht halt so, einer macht so. Es ist frei, aber deswegen trotzdem nicht Willkür. So wie in der Mathematik, die Gesetze, Mathematiker sind völlig frei, immer wieder neue neue Dinge zu erfinden oder zu finden. Beides, zu, beides zugleich. Beides zugleich. Ich meine, Mathematik ist ja mehr als zwei und zwei ist vier. Das viel mehr noch. Es beruht zwar alles auf der Basis, aber es sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir, wir rechnen heute problemlos mit unendlich dimensionalen Räumen. Und es kommt was zumindest geistig Stimmiges heraus. Es ist, es ist logisch richtig. Es trägt sich. Man findet es dann sogar, wenn man es geistig gefunden hat, findet a ah, in der Natur. Scheint so zur so Gesetzmäßigkeit auch vorzulegen. Aber ich finde sie, weil ich sie geistig konstruiert habe und zugleich aber ist das, was ich konstruiert habe, Ausdruck von Kräften, die in der Welt wirksam sind. Weil, weil gerade im, im schaffen, äh, schaffen aus dem Ich heraus, äh, da ist, ist nicht Willkürlichkeit drinnen. Freier Wille, aber nicht, ich mache irgendwas. Sondern ich mache etwas, indem ich die Gesetzmäßigkeiten der Welt ergreife und sie weiterforme. Aber das ist nie gegen die Gesetzmäßigkeiten der Welt. Das, das, das ist eine Bedeutung des Schöpferischen. Ich schöpfe eigentlich aus dem Ganzen und mache etwas Neues, aber nicht gegen die Gesetzmäßigkeiten, sondern mit ihnen. Ich verändere sie vielleicht sogar dadurch. Aber so dass alles einander sich gegenseitig trägt. Ja, ich weiß, das kann man gar nicht erklären so richtig. Ich versuche Bilder zu machen dafür. Das ist der große Unterschied zwischen dem, immer, ach ich empfinde das jetzt so und so mache ich das jetzt dann kann ein Ich-Impuls unbewusst drinnen sein, es kann aber eine Spinnerei vom Ego sein. Bei manchem, was, was man in der Kunst sieht, denke man, da ist mehr Spinnerei aus dem Ego. Es gibt solches und solches. Es ist heute, und das ist auch eine Prüfung heute halt für unsere Zeit, oft schwer, der Unterschied zu erkennen. Aber es ist ein Unterschied. Es kann sein, dass sie ein ganz markantes Ego auslebt, dann hat es ja auch eine Wahrheit, weil es dann eine Darstellung halt des Egos des Künstlers ist in Wahrheit. Weil jeder Künstler ist in sein Bild, ist ja etwas von ihm drinnen. Es ist seine Perspektive, seine unverwechselbare Perspektive, die drinnen ist und gibt damit einen Aspekt der Welt, den nur er geben kann. Ich meine, ein anderer kann es noch malen, dann ist er ein guter Handwerker und kann es fälschen, sodass man es vielleicht gar nicht erkennt, aber der ursprüngliche Impuls ist halt dann nicht von ihm. Aber der bringt dann ein etwas Einzigartiges. Ich meine, es können zehn Mal ja dasselbe Stillleben malen oder dieselbe Landschaft malen und es ist anders. Es hat etwas Einzigartiges drinnen. Und trotzdem ist es aus der Landschaft genommen, aus dem, und selbst wenn es immer ein ganz abstraktes Bild ist, weil dann erst recht, da ist vielleicht nur mehr ein übersinnliches Wesen da, das ich durch Patsch ausdrücke. Weil ich die Bewegung, die geistige Bewegung dieses, Leben, dieses, dieses Elementarwesens so erlebe, so erfahre, weil, weil es sich so bewegt. Aber ich, ich werde es nur wahrnehmen können, wenn ich diese Bewegung in mir zustande bringen kann, sonst bin ich blind dafür. Aber ich kann nicht mache halt irgendwas. Wenn kein Wesen da ist, das so, 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 so macht, dann ist das Ganze ja Schnapsite im Grunde. Dann ist es rein aus dem Ego irgendwas. Also die, die Frage ist: erkenne ich? Die Bewegung, die da ist, und, und fange ich sie an, in das Bild hineinzulegen? Oder mache ich völlig, völlig willkürlich irgendwas? Ist schon klar, dass das oft für die, für die Betrachter schwer zu unterscheiden ist. Aber, aber da scheidet sich das eine vom anderen. Also, Darum ist, ist aber die Geisteswissenschaft in Wahrheit, wenn sie mit der entsprechenden Sorgfalt geübt wird. Und wir stehen wirklich am Anfang erst. Ich meine, sicher, Rudolf Steiner hatte die Hoffnung, dass das im 20. Jahrhundert zumindest dann ausreifen wird. Und wir müssen ehrlich sagen, es dauert etwas länger als, als vorgesehen. Also es ist noch nicht so, dass, dass das an allen Ecken und Enden blüht und dass wir wirklich eine Geisteswissenschaft in der Dimension haben, die, die, die der Naturwissenschaft zur Seite steht. Weil dann würde die Naturwissenschaft genau dort die Dinge finden können oder den Anschluss finden können an das, was ja nicht zugänglich ist. Zum Beispiel eben die Frage mit dem Bewusstsein oder so. Da kann ich äußerlich forschen bis in alle Ewigkeit. Wenn ich nicht den Schritt ins seelisch-geistige mache, werde ich den Zugang nicht, nicht finden. Da brauche ich geistige Erfahrungen im seelisch-geistigen Bereich. Dann kann ich was Aussagen darüber. Und dann kann ich erkennen, wie arbeitet das eine mit anderen zusammen, weil da muss ich beide Seiten sehen können. Wie ist das physisch-stoffliche sogar äh, aufgebaut und was kommt aber von, aus der Beobachtung der geistigen seelischen Seite, geistig-seelischen Seite. Das müsste ich beides zusammenschauen können. Also, das heißt, wenn alles gut läuft, wird es Wissenschaftler geben, die vor allem auch an diesen Grenzen stehen und dort sehr fruchtbar arbeiten können, wo ich kann geistig erleben, ich kann aber auch exakt naturwissenschaftlich forschen und erleben. Und ich kann beides zusammenschauen. Und der Steiner vergleicht das oft mit einem Tunnelbau, wo ja auch von zwei Seiten gebohrt wird. Der Tunnel wird durch einen Berg nicht so gebohrt, nur von einer Seite, sondern man fängt von beiden Seiten an. Und das wird halt so genau gesteuert, dass die wirklich zusammentreffen. Dann wäre blöd, wenn sie aneinander vorbeifahren. Aber das, das kann man genau messen, also dass sie aufeinanderstoßen. Und, und so sollte es eben, eben in den Wissenschaften auch auch gehen, also Naturwissenschaft einerseits Geisteswissenschaft auf der anderen Seite. Und, und was äh, eben überhaupt befruchtender sein wird für die Geisteswissenschaften, dass, dass, äh, eben die, also für die, für die Naturwissenschaften fruchtbar äh, sein wird, ist, Geisteswissenschaft beruht nie auf Spekulation, nicht auf Hypothesen. Die Naturwissenschaft ist angewiesen darauf bis zu einem gewissen Grad heute. Ihr wisst, Goethe hat versucht, einen anderen Weg zu gehen mit seiner phänomenologischen Wissenschaft, also aus den Phänomenen heraus die Dinge zu erklären. Da ist nichts Spekulatives drinnen, sondern er beobachtet die Phänomene und versucht ihren Zusammenhang zu sehen. Und, und das, das ist tatsächlich wirklich für die Zukunft der Naturwissenschaften was ganz Wesentliches, dass wir über das rein Spekulative, das ich dann am Experiment natürlich prüfen kann, hinauskommen. Das ist aber nur eine Hilfssituation einmal. Okay, ich, denke, so könnte es funktionieren, schauen wir mal. Aber dann muss ich wirklich beobachten können. Und da muss ich aber, um das ganze Bild zu haben, eben auch geistig beobachten können in Wahrheit. Dann wird es anfangen, einen Sinn zu machen. Also Gott, wenn es Hirnforschung, Bewusstseinsforschung, ja, dann muss ich aber wirklich auch geistig in diese Bewusstseinsbereiche eindringen können und schauen, was tut sich da. Da muss ich über unser normales Alltagsbewusstsein, wo ich das eben nicht überschaue in Wahrheit hinauskommen. In dem Moment, in dem Moment, wo ich... Das ist nur der Ding gewesen, der Klimagerät. Äh muss ich hinauskommen über das Spekulative, ich muss wirklich sehen geistige Zusammenhänge. Das, das wird man für die Naturwissenschaft genauso brauchen. Weil was dort dahinter ist, sind ja auch geistige Zusammenhänge in Wahrheit. Aber da muss ich es konkret schauen. Und, und, und eben bei Bewusstseinsvorgängern und dergleichen sowieso, erst recht. Und es und, und gibt was sehr Trittsicheres, damit mache ich jetzt wirklich dann den Abschluss und den Anschluss an, an den Anfang. Dann komme ich aus dem dunklen Zimmer, wo ich mich durchtappe und einmal da und dort irgendwas finde und vielleicht einen Vasen umschmeiße und dann nur mehr die Scherben habe. Dann wird es Licht. Und ich sehe mit einem Schlag die Zusammenhänge. Und dann. Ist es so klar, wie ich sehe, dass ihr da jetzt vor mir sitzt und ich nicht spekuliere, sitzen die wirklich da oder sind das nur Gespenster oder bilde ich mir das nur ein? Ja, natürlich, die, die Philosophen streiten dann darüber, sitzt ihr wirklich da oder ist das nur meine Einbildung, dass ihr da sitzt? Gut, ist es, ist es nicht. Also da er sich Herr Steiner Steiner eh viel beschäftigt, auch schon mit seiner Philosophie der Freiheit und vorher diesen Irrtum aufzuklären, weil, weil ja wirklich die, die Philosophen und, und Wissenschaftler so weit kommen. Ja, ich kann ja nicht einmal sicher sagen, dass ihr da sitzt. Ich bekomme irgendwelche Signale. Das sind Signale, die interpretiere ich irgendwo. Eigentlich weiß ich gar nicht, was da draußen ist. Nur dadurch, dass das irgendwie das Leben funktioniert, zeigt, dass das halt wenigstens passt. Aber, aber seid ihr wirklich so? Der Kant hat das so schön gesagt: Das Ding an sich ist unzugänglich dem Menschen. Er sieht nur, so, also, was er halt an Eindrücken kriegt und daraus formt das irgendein Bild. Da muss er heute halt die, 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 die Schema von, von Raum und Zeit anwenden dazu. Aber. Der Mensch erkennt es deswegen so, weil er halt so gebaut ist, aber über die Welt sagt uns das gar nichts. Also, er kommt nicht an, an das Wirkliche heran und das lebt heute in der Welt drinnen. Also, dieser Kant blüht und gedeiht, auch wenn gar nicht mehr so viel von ihm gesprochen wird, weil er ist ja sehr mühsam zu lesen. Also, ich weiß, ich habe das schon während der Schulzeit versucht, ein bisschen später ist der Steiner. Ich habe nur nichts, nicht wirklich viel verstanden davon. Ich habe dann nur den Ehrgeiz gehabt, die, die langen Sätze, die oft über eine oder zwei Seiten gehen. Da fängt damit was an, dann Einschub. Ihr werdet es vielleicht merken, ich mache auch immer meine Einschübe. Das kommt von, von der Zeit Es halt. ja, ist auch ein bisschen ein und, und im, im eingeschobenen Satz, weil ich meine, ja, da muss man noch was einschieben. Und dann kommt noch was eingeschoben, noch was eingeschoben. Und irgendwann am Ende schließt den Satz an, der vor zwei Seiten begonnen hat. Oder irgendwann, wenn ich durch den Vortrag durch bin, schließe ich an und das, mit dem ich begonnen habe. Es ist immer wie, wenn da kommt der Gedankengang, aber da drin ein wichtiges Problem noch Fenster auf, das einmal groß hineinschieben. Und da drin geht es noch fünfmal so. Und dann geht der Faden aber trotzdem weiter und irgendwann habe ich den, kann ich den letzten Punkt setzen. Also er, 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 man kann viel lernen von ihm. Aber, aber das ist eben, eben wirklich das große Hindernis, noch dieses, dieses ja eigentlich wie die Wirklichkeit ist, kann man gar nicht wissen. Mit dem hat Steiner ja schon in der Philosophie eben gerungen, und das den Leuten klar zu machen, dass das eben nicht so ist. Dann habe ich gesagt, die Welt ist meine Vorstellung. Pff. Also eigentlich haben wir keine Ahnung, wie sie ist. Und jetzt kommt dazu natürlich ein, ein Tier, eine Katze, ein Hund, ein Fuchs oder was sieht die Welt anders als wir. Ja, wie ist sie jetzt überhaupt? Wie ist sie wirklich? Du siehst das so, das Tier sieht so, vielleicht sehen wir es auch nicht alle gleich. Ja, bei Farben einigen wir uns. Aber siehst du wirklich ein Rot, wenn du ein Rot sagst? Siehst du nicht vielleicht das, was ich als grün bezeichnen würde? Bei farbenblinden kann es ja sein, dass das irgendwo das anders sehen. Uh, dann wird man sehr unsicher plötzlich. Aber. Das Problem tritt dort auf eine bis ins geistige Durchsehe. Und bis dorthin auch denken kann. Das, das geistige Sehen und das geistige Denken ist nämlich Einsinn-Wahrheit. Das ist ein schauendes Denken. Und dort erst kriege ich die wirkliche Sicherheit. Also der Kant hat völlig recht gehabt für unsere Zeit, weil die meisten eben bis ins geistige, bewusst, voll bewusste geistige Schauen, das zugleich aber eine Tätigkeit ist. Halt, noch nicht kommen. Also, er hat voll Recht für unsere Zeit. Und daher beruht fast alles Denken heute in der Welt auf, auf diesem kantischen Prinzip irgendwo. Aber mit dem imaginativ schauenden, lebendig gestaltenden Denken, und es ist ein Denken, es ist ein, ein, ein Tun, es ist ein geistiges Tun eigentlich, äh, kommt man dorthin und dann sind wir erst wirklich auf dem Niveau der Bewusstseinsseele. Wir haben jetzt noch äh, den Nachwehen der, der, des Verstandesseelenzeitalters äh, und der Verstand ist bis dorthin zu, gekommen eigentlich zu sagen, dass er sie eigentlich oder vorhin die Welt nicht wirklich versteht, also an die Wirklichkeit nicht herankommt. Dort stehen wir im Grunde. Weil da fehlt eben noch was. Und, und wenn jetzt wirklich Geisteswissenschaft im Sinne der Anthroposophie dazukommt, dann haben wir das ganze Bild. Dann, dann gibt es keine Erkenntnisgrenzen, grundsätzliche, wo man nicht heran können, sondern dann, dann können wir grundsätzlich an alles heran, nur halt Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Und ich meine, wenn wir dann wirklich am Ende des Vulkanzustands soweit sein wollen, betone wollen, weil wenn wir nicht wollen, werden wir halt nicht dort sein. Äh, wenn wir das wirklich wollen und dann gerüstet sind dafür, eine eigene Schöpfung im kosmischen Maßstab, im Maßstab eines ganzen Planetensystems zumindest zu machen. Naja, da dürfen wir von keinen Grenzen mehr reden. Da, müssen, da das schaffen wir sogar die, bis in die Naturgesetze hinein, dort, dass das so sich ausformen kann. Und, und dort, dort müssen wir hin. Also, wir sind über die Mitte der Erdentwicklung drüber, also gehört die Perspektive zaghaft, aber energisch dorthin gerichtet. Schritt. Schritt. Wie immer, das sage ich eh fast in jedem Vortrag. Es, es geht nie um Riesenschritte. Es, das Unmögliche wird möglich dadurch, dass man den nächsten Schritt macht. Den nächsten Schritt über die Grenze hinaus. Die Grenze, die durch die bis jetzt erreichten Fähigkeiten gegeben ist. Wenn ich dir es absolut nehme, dann... Ich halt irgendwo aus, komme nicht weiter, aber es geht darüber hinaus. Also, das ist die Botschaft da drinnen in, in, in dem halt ganzen komplexen Prozess, von dem ich versucht habe, euch ein, ein bisschen eine Ahnung zu geben davon. Man muss das nicht auswendig lernen oder Dinge, so also wie gesagt, die Schemata sind nur Krücke, um es irgendwie zu veranschaulichen, aber ihr seht, wie komplex. Jedenfalls diese Abläufe sind aber wieder ein System dahinter steckt. Und da ist wahnsinnig viel noch zu entdecken. Ich meine, Rudolf Steiner hat das System auch nicht ganz allein entwickelt. Das war schon bei den Theosophen veranlagt. Da gab es diese Zyklen und Erkenntnisse. Das gibt es im Indischen schon. Die haben damals, weil sie auch eine sehr starke Beziehung zu Zyklen, zur Mathematik und zu, zu solchen Kreisläufen gehabt und nie eine Scheu vor riesigen Zahlen hatten. Ganz im Gegenteil, gibt halt noch gerade bei den Indern oft also Mathematik-Rechengenies, die im Kopf. Was ich nicht, zehnstellige Zahlen miteinander multiplizieren. Im Kopf. Geht. Nicht alle können das, aber, aber bei uns kann es fast niemand mehr. Ich meine, da ist schon zwei und zwei, ah, ja, vier, das geht noch, aber wenn es ein bisschen größer wird, ist es halt oft schon schwer. Bei den Schülern merkt man das dann oft. Aber auch bei den Erwachsenen. Ja, glaube wir, wir tun es viel weniger. Als früher, weil wir haben eher einen Rechner oder irgend sowas. Aber wir sollten keine Scheu haben vor diesen Riesendimensionen. Also das, der Hintergrund muss da sein und trotzdem aber dann sich konzentrieren im Tun auf den einen nächsten Schritt. Aber das ganze Umfeld zu sehen. Ja, die Zeit ist. Sehr fortgeschritten. Ich glaube, heute haben wir wieder einen Rekord aufgestellt. Habe ich fast die Befürchtung. Wenn ihr Fragen dazu habt, Anregungen und so weiter, bitte schreibt mir entweder in den Kommentaren oder auch per E-Mail oder, oder wo auch immer. Ich werde versuchen, das in, in, in den weiteren Vorträgen einzubauen. Weil ich, ich, ich sehe es, es, es tauchen zwangsläufig Fragen auf. Bis zum nächsten Mal. Heute aber wirklich ganz besonderen Dank für die Geduld. Danke. Heute war es unverschämt. Die Richtigkeit ist durch die Länge des Vortrages zum Ausdruck aufgekommen. <laughs> ja, genau. <laughs> genau. Meine lieben im Livestream, danke, danke, die ihr durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal, Papa. <laughs> <laughs> Tschüss, Papa. 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 So.